Kids, erzählt mal, was macht Blut? Angst. Also, Blut braucht man dafür, wenn man zum Beispiel hingefallen ist, das säubert das Blut, hat eben die Wunde. Aber Blut braucht man auch eigentlich so überall, denn ohne Blut können wir nicht überleben. Das, das läuft überall in den Körper ähm. Also wenn ich so darüber nachdenke, kommt mir als erstes so ein Bild im Kopf. Dann denke ich so Blut, also das Herz pumpt Blut durch den Körper und dann wird alles mit Sauerstoff so versorgt. Also so, so stelle ich mir das halt vor. Es sorgt dafür, dass wir gesund bleiben. Blut macht, dass der Körper ähm, am Leben bleibt. Blut im Körper sorgt für Nährstoffe. Äh, also wenn man eine Wunde hat, dann verkrustet es die Wunde, damit keine Bakterien reingehen. Und es liefert Sauerstoff im Körper umher. Mir fällt nichts ein. Blut macht einen Herzinfarkt. Ähm, es blutet. Hallo und herzlich willkommen zum Kinderanästhesie Talk Podcast mit Armin und Gordon. Ich bin Gordon und hier ist mein bezaubernder War das ein Witz? Was? Du hast es echt nicht gecheckt, ne? Was denn? Du hast gerade gesagt, ich bin Gordon. Habe ich wirklich, Du ja? hast dich mit mir verwechselt. Oh Gott. Hast <laughs> du wirklich gesagt? Es ist herrlich. Okay, perfekter Einstieg. Und hier ist mein bezaubernder Kollege Armin. Ja, manchmal wäre ich tatsächlich gerne du, aber wer von uns wer ist, habt ihr mit Sicherheit schon mitgeschnitten, denn ihr habt bestimmt eine bessere situative Orientierung und Orientierung zu Personen. Das ist der völlig übermüdete Armin im Moment, der mir <laughs> gerade gegenüber sitzt. Und aufgrund von verschiedenen, aufeinandertreffenden Ereignissen eine komplette Nacht ausgespart hat und fast gar keinen Schlaf bekommen hat. Und deshalb denkt er, <laughs> er sei ich. <laughs> ja. Vielleicht, weil er sich so fühlt. Manchmal wie bin ich halt fühl. größenwahnsinnig. <laughs> Oh, herrlich. Aber apropos zeitliche Orientierung, heute ist Samstag, der 25. Februar 2023. Und jetzt wird es ernst. Armin, was haben wir heute vor? Unsere heutige Folge heißt Stop Bleeding und es geht um Blutung, Gerinnung und Transfusion bei Kindern. Und dazu haben wir einen Interviewpartner eingeladen. Genau, und diesen Interviewpartner hätten wir in jedem Fall angefragt, weil er aufgrund seiner verschiedenen Eigenschaften der perfekte Experte für dieses Thema ist. Und das ist mir auch ganz besonders wichtig. Warum, werdet ihr merken, wenn wir ihn gleich vorstellen. Genau, aber dazu später mehr. Beginnen wir erstmal mit unserem Rückblick. Gordon, wir blicken eigentlich auf zwei Folgen zurück. Einmal hatten wir die Regionalanästhesie-Folge, die am ähm 24. Dezember letzten Jahres erschienen ist. Und, Unser kurze Zeit später, yeah. und kurze Zeit später kam die Folge Mein Lieblingsfehler raus, die wir gemeinsam mit den Pin up Dogs und den Expertise-Piraten aufgenommen haben. Ja, die war ganz lustig, ne? Aber die haben wir schon ähm, im Herbst letzten Jahres, glaube ich, aufgezeichnet. Das heißt, mhm. wir zwei sind ganz schön lange raus aus dem Podcast-Geschäft gewesen. Ne? Also, wir haben quasi dieses Jahr noch gar nicht richtig aufgezeichnet. Nee, wir haben uns auch lange nicht gesehen. Es hat verschiedene Gründe gehabt. Irgendwie war ich sehr beschäftigt im Januar. Und es fühlt sich gut an, dich wiederzusehen. Du siehst irgendwie frisch aus, Gordon. Oh, oh danke. Das liegt daran, dass man in diesem Zimmer hier das Licht äh, nur gedimmt anschalten kann und du mich wahrscheinlich überhaupt gar nicht richtig siehst. Ach so. Aber danke. Ähm, Dito, du. Ähm <laughs> Siehst du auch frisch aus? <laughs> Log <Look> er. <eher? lacht> bist Dir steht die stressige Zeit Anfang des Jahres noch ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Und dazu kam noch, dass du irgendwie nachts auch in Anspruch genommen worden bist von deinem, dem, dem mittleren Sohn. Ja, naja, ja, aber dieses Problem teilen ja viele unserer Hörerinnen, wie wir festgestellt haben. Übrigens, witzige Notiz am Rande. Bei der Folge Mein Lieblingsfehler haben wir aufgenommen. Und da kam ein Einsatz, weil ich ja in Bereitschaft war. Und genau, so du warst los. LNA, also Leitender Notarzt ja. in Bereitschaft. Ja. Ich glaube, der erste Dienst oder so sogar, oder? Ja, den habe ich ähm, unplanmäßig frühzeitig übernommen. Eigentlich hatte ich mir den Abend freigehalten für die Aufnahme, aber aus verschiedenen Gründen habe ich dann den Dienst früher übernommen. genau. Und dann dachte ich mir, das wird auf keinen Fall passieren, dass ich da einen Einsatz haben werde. Und das war genau so. Und jetzt pass mal auf: heute Abend habe ich wieder Bereitschaftsdienst. Oh. Mal gucken, wie lange ich hier bleibe. <laughs> Drücken wir dir die Daumen, dass du nicht raus musst, nicht wieder zu einer Schießerei oder zu einem Brand oder so. Und wir können ja mal anfangen, über die Regionalanalyse zu plaudern. Das war eine, eine gute Folge. Die hat echt Spaß gemacht und es gab wenig Rückmeldung dazu, was ich persönlich eigentlich ganz gut finde. Ne? Also wahrscheinlich war alles gesagt. Ja, ich glaube, wir haben auch gut vorbereitet. Und ähm, aber es gab eine Rückmeldung von Anthony, unserem treuen Hörer Anthony. Der hat uns nochmal gefragt. Zwei Fragen, die wir beide nicht beantworten können, genau. ehrlich gesagt, oder? Ja, genau. Warum es T-Wellenveränderungen durch Adrenalin gibt? Ich habe ihm auch geantwortet und ich habe ihm gesagt, ich weiß es nicht, ich verstehe es bis heute nicht, aber vielleicht hast du eine Erklärung, Gordon. Die Reizleitung, die Repolarisation ist modifiziert. Also anders kann ich das jetzt auch nicht ausdrücken. Also ich, ich kenne die Pathophysiologie auch nicht. Aber interessanterweise kann man jetzt auch. Nur von T-Wellenveränderungen sprechen und nicht von Hebung oder Senkung, weil es gibt Untersuchungen, die sagen, dass das Adrenalin zu einer Hebung führt und es gibt Untersuchungen, die sagen, dass es zu einer Senkung führt. Ah, ja, ja, das klingt alles sehr kompliziert und das ja. habe ich auch Anthony so geantwortet und genauso steht das ja auch in diesem europäischen Paper, was wir auch, glaube ich, erwähnt haben in unserer ähm, Folge, die Bezug nehmen auf die Empfehlung der Gabe von Adrenalin, um eine intravasale Lage nachzuweisen oder auszuschließen und die sagen ja wer es kann der soll es machen und wenn man es nicht kennt dann kann man es auch sein lassen denn es ist sehr unspezifisch aber wenn jemand wie gesagt routiniert damit ist der soll es auch gerne weiterhin anwenden das ist sicherlich nicht zu falsch aber wir haben ja auch ganz klar gesagt in unserer Folge da hilft eigentlich nur der Ultraschall bei mhm. dem kann man sehen dass man richtig liegt und das ist wahrscheinlich viel besser als ähm, eine ja. Gabe von und es wird auch immer besser Super je, je häufiger man das macht ich habe es mir auch selbst beigebracht und ähm, ich habe jetzt die letzten 50 Kaudal-Anziehen nicht eine Testdosis mehr gegeben. Ich ziehe die schon gar nicht mehr auf. Weil man wirklich okay. die Nadel wunderbar sehen kann, epidural. Und man hat immer mehr Platz als man denkt, bis zum Durasack. Und äh, man kann auch wirklich schön die Ausbreitung sehen. Manchmal besser, manchmal schlechter, ist klar. Aber es reicht auf jeden Fall, um die intravasale oder intraosäre Lage auszuschließen. Also es ist wirklich elegant. Mhm. Ja, sehr ja schön. Die zweite Frage von Anthony war: Gibt es eine Wirkungsverlängerung durch die Vasokonstruktion durch die Zugabe von Adrenalin bei der Kodalanästhesie? Was glaubst du? Ähm, ja, glauben ist ja nicht wissen. Ich glaube, dass es tatsächlich so sein kann. Wir wissen das ja, dass ähm, die Vasokonstruktion ja wirkverlängernd wirkt bei Lokalanästhetikern. Das kennen wir aus der HNO zum Beispiel. Und ich glaube auch bei. Ähm, anderen Blöcken ist das nachgewiesen, allerdings hat das natürlich auch mal die Gefahr, dass das als Minderdurchblutung kommt oder im Endeffekt weiß ich es einfach nicht, weil ich kenne keine Daten dazu und ich kenne auch, ich kenne niemanden, der das macht. Also ich weiß es einfach nicht. Und von der klinischen Beobachtung her kann ich es nicht einschätzen, weil ich das ja nie benutze, das Adrenalin. Und ähm, die Zeit in Berlin, wo ich es gesehen habe, das ist zu lange her oder da war ich noch zu unerfahren, um das zu matchen mit meinen jetzigen Erfahrungen. Ich weiß es auch nicht, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass es durch die Vasokonstriktion passiert, weil ich meine, dass die Wirkung dadurch limitiert wird, eben nicht, dass es über das Blutgefäßsystem abtransportiert wird und bei einem konstringierten Gefäßsystem langsam abtransportiert wird. Ich glaube, es ist eher so eine Diffusion nach intrathekal und über den Liquormetabolismus. Ja, spielt sicherlich auch eine Rolle in diesem Raum. Das hast so du vollkommen recht. Also genau, im Endeffekt können wir es nicht beantworten. Ne? Da müsste man jetzt eine ganz klassische Studie machen und äh, das messen, das eine gegen das andere. Aber ich glaube nicht, dass das sich lohnt, das zu machen. Glaube ich auch nicht. Also okay. auch hier kann man die Frage nicht beantworten. Was wir aber wissen, ist Wirkungsverlängerung durch Adjuvantien wie Dexamethason intravenös oder Klonidin-epidural. Das ist durchaus evident, dass das funktioniert. Und weißt du, wie ist es ist, wenn ich Clonidin und Dexamethasom kombiniere? Verlängert das die Wirkung noch mal mehr? Also Dexamethasom IV und Clonidin epidural, beides kombiniert? Ich kenne die Evidenz dazu nicht. Mhm. Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass es noch länger ist, aber meine Kollegin meinte, ja. das sei so nicht. Auch hier großes Fragezeichen. Nächste Studie. <laughs> Ja, richtig. Also ich mache das bei den peripheren Blöcken ganz häufig. Wenn ich ähm, Notfallkinder abends habe und ich möchte, dass sie sicher durch die Nacht kommen. Ne? Also mhm. klassischer Fall die Appendektomie laparoskopisch, und die Kinder kriegen einen bilateralen Tablock, dann gebe ich dort so ein bis zwei Mikrogramm Klonidin in äh, das Compartment. In, also mit der Überlegung, dass das dann dort auch direkt perineural zu einer Wirkungsverlängerung führt. Und meine Erfahrungen sind, dass die Kinder zufrieden sind und gut durch die Nacht kommen und es hat ja auch noch eine schöne sedierende Eigenschaft, das Clonidin, ähm, sortiert die Zellen und die Rückmeldungen von den Stationen sind durchweg positiv. Ich weiß natürlich aber nicht, ob das jetzt an der Kombination liegt und ob das nur mit Dexamethason IV e. dann klinisch die gleiche Qualität hätte. Kann ich ja hm. nicht beantworten. Genau. Nicht zu allem kann man leider eine qualifizierte Antwort geben. Da hat uns Stefan geschrieben, Stefan ist in der ambulanten Anästhesie tätig und er hat bei den großen Größen der Kinderanästhesie gelernt, so wie er schreibt. Also, so hat er es nicht geschrieben, aber er hat ein paar Namen genannt, wo er schon war. Und äh, ja, es sind halt die großen Größen in der Kinderanästhesie. Jetzt ist er im ambulanten Sektor tätig und fühlt sich ähm, in einem Gewissenskonflikt ganz häufig äh, in seinem Alltag weil er auf der einen Seite seine Qualitätsstandards nicht verraten möchte, auf der anderen Seite unter einem gewissen wirtschaftlichen Druck steht. Und er möchte diese Standards, die er gelernt hat, eigentlich beibehalten, aber es kollidiert ganz häufig mit den Abläufen in der Praxis. Ich kann es verstehen, aber ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil ich eben aus dem behüteten Umfeld der Klinik komme und eben mit ganz anderen Problemen konfrontiert werde jeden Tag als ähm, in der Ambulanz. Du hast mhm. aber auch keine ambulante Erfahrung, oder Armin? Nee, nur einmal, dass ich da mir was angeschaut habe. Das erinnert mich aber sehr stark an unsere Kronberg-Folge. Wir waren letztes Jahr in Kronberg beim wissenschaftlichen Arbeitskreis Kinderanästhesie, bei der Jahrestagung in Kronberg. Und da war genau das ja auch Thema, dass man die Qualität entlohnen muss in der ambulanten Anästhesie. Und das ist ja schlimm, dass er seine Qualität nicht an den Tag legen kann, weil er sich einem Druck ausgesetzt fühlt und, weil die nicht genau bezahlt das, wird. und die nicht bezahlt wird. Und genau das sollte nicht passieren, nämlich. Das ist genau das große Problem bei der Bezahlung. Ja, das große Fragezeichen dahinter war immer, welche Qualitätsmerkmale Richtig. können denn Aussage darüber geben, genau. ob Kinder jetzt gut behandelt werden oder ja, nicht? Genau. also da, da geht es ja wahrscheinlich um, um Standards, um. Personalschlüssel, ja. um Ausbildung des Personals und sowas. Ne? Also ja. da sind sicherlich ähm, so Surrogat-Parameter, die man dazu zurate kann. Ne? Richtig, also dem, dem Abrechnungssystem ist es egal, ob du eine volumenkontrollierte oder eine druckkontrollierte Beatmung gemacht hast. Wahrscheinlich ist das fürs Outcome auch nicht relevant, aber wir alle Anästhesisten, würden ja vermuten, dass die druckkontrollierte Wartung gut ist, aber das bildet sich eben überhaupt nicht ab sozusagen ja. in, in der Bezahlung und das soll das, das Kind das schreiend Problem. eingeschlafen ist und äh, festgehalten werden musste beim Peaks so, ne? ja, oder ob ganz es genau. entspannt eingeschlafen ist und ein schönes Umfeld hat ja. und sowas halt. Ne? Also das sind die mhm. Dinge, die wir hier herausgearbeitet hera haben in den letzten Folgen so als mögliche Stellschrauben, ja. die ähm, ein, eine kindgerechte Einleitung ermöglichen. Ne? Mhm. Ja, aber ich glaube, Stefan hat uns auch ein bisschen angeregt, mal darüber nachzudenken, eine Folge über ambulante Kinderanästhesie zu machen. Aber da brauchen wir definitiv einen Experten. Und da habe ich auch ganz viele Fragen zu, glaube ich. Falls ihr Experte seid oder jemanden kennt, der Experte ist, dann dürft ihr uns gerne einen Tipp geben. Entweder über unsere E-Mail-Adresse info talkde oder über einen unserer bisher nur... Zwei Social Media Kanäle, entweder bei Twitter, da sind wir at Armin und Gordon, oder Instagram, Kinder See Talk, da könnt ihr uns kontaktieren und könnt uns über Direct Messages den einen oder anderen einen Tipp geben, wem wir mal anfragen können. Gerne könnt ihr es auch schreiben, wenn ihr eine Expertin zu diesem Thema kennt. Und das führt uns gleich zu unserer nächsten E-Mail. Ich habe schon wieder versagt. Hm? Ja, hast du, aber ist nicht so schlimm. Also, Aber ist auch nicht so gut, ist irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Ein Kollege hat uns geschrieben, dass er auch unseren Podcast gerne hört und der hat sich über unseren Blog gefreut. Ich weiß nicht, welchen Blog er meint, aber wahrscheinlich meinte er irgendwas mit Twitter oder so. Uns hat ihm gut gefallen, aber dann hat er festgestellt, dass wir Gender-Sprache benutzen. Klammern. Manchmal. man versuchen uns. Und damit war für ihn das Kapitel erledigt, uns weiter zu folgen. Als ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich diese E-Mail gelesen habe, dachte ich, ach Mensch, ja, der Thomas, das ist ja nett, was er schreibt, ne? Er ist ein altgedienter Anästhesist, so klang das, ne? Und man kann immer noch eine Menge dazulernen. Da dachte ich, ach Mensch, schön, dass wir ihm dabei helfen können, was dazuzulernen. Und dann sagt er aber, ich lese mal das im Originaltext vor, ja. Und dann musste ich aber hören, dass ihr euch der Gendersprache befleißigt und damit war das Kapitel erledigt. So, es geht einfach nicht. Diesen Satz habe ich gleich zweimal gelesen, weil ich irgendwie gedacht habe, habe ich jetzt irgendwas verpasst inhaltlich so? Das war so ein Cut. Das geht einfach nicht. Ich kann diese hässliche ideologische Kunstsprache einfach nicht ertragen. Und ich konnte den Inhalt des Vortrags nicht mehr hinreichend verfolgen und dann wird er jetzt andere Fortbildungsangebote in Anspruch nehmen müssen. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, Gordon. Ich meine, ich habe tatsächlich durch den Podcast gelernt, mehr auf meine Sprache zu achten und ich gender mehr. Und ähm, das ist auch ein bisschen so ein Fleisch übergegangen und dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte ja neulich so eine Prüfung gehabt und ich arbeite ja in der Uni Kiel und in der Prüfung wurde ich von einem Kollegen gefragt, der halt nicht im universitären Umfeld arbeitet. Sagen Sie mal, gendern eigentlich alle bei Ihnen? Und ich so, hä, wie? Also es <laughs> ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich in der Prüfung gendert habe, weil ich mal von den PatientInnen gesprochen habe und da meinte ich, ähm, nee, Moment mal, ich glaube wahrscheinlich eher nicht, aber ich lege da schon Wert drauf. Und meine persönliche Einstellung dazu ist, mir tut es nicht weh, das zu machen, aber es tut einigen wenigen Leuten gut, wenn man das macht. Die, meistens ist es egal und dann gibt es noch viel wenigere, die das doof finden, so wie Thomas. Das ist dann so. Das sehe ich, würde ich erstmal eins zu eins unterschreiben. Und dann muss ich sagen, wir gendern ja nicht hardcore. Ne? Also wir sagen ja nicht irgendwie je Mensch, wenn wir jemand meinen oder so. Ne? Also man kann das ja echt noch auf die Spitze treiben. Und irgendwo muss ich sagen... Da finde ich dann auch, lässt mein sportlicher Ehrgeiz nach. Aber ich finde es durchaus adäquat, wenn wir einfach mal auch die andere 50 Prozent der Weltbevölkerung hier sprachlich abbilden und einfach von Kollegen und Kolleginnen sprechen und denke, das ist einfach zeitgemäß. Und ich finde auch, dass man in so einem Job, den wir und auch dann Thomas betreibt, durchaus Veränderungen gegenüber aufgeschlossen sein sollte, meine mhm. Meinung. Fortschritt durch Tradition. Oh, das bringt uns... Zum Duck 2023. <laughs> ja. Das war eine gute Überleitung. Ja, wirklich. Aber das, das passt natürlich, ne? Fortschritt durch Tradition, man kann beides miteinander verbinden. Auf dem äh, Duck dürfen wir eine Live-Podcast-Session veranstalten. Wir haben äh, eine ganze Session bekommen von 90 Minuten. Das ist mega. Auf dem Duck Also, das ist, wir, wir haben schon ein paar Mal das Wort Ritterschlag in den Mund genommen. Wir Aber haben das vielleicht nicht inflationär ein ne? benutzt, ja, weil, <laughs> es kommt immer noch was Cooleres obendrauf. Ja. Wir müssen noch mal kurz, glaube ich, erwähnen, Gordon, dass äh, der der Deutschland Anästhesie-Kongress, der findet im April diesen Jahres statt in Düsseldorf. Und da sind wir dann mit anwesend. Und sprechen über aktuelle Leitlinien in der Kinderanästhesie. Genau. Eine E-Mail möchten wir noch betonen, die uns wirklich äußerst gefallen hat. Und das ist eine E-Mail von Katharina. Sie ist Medizinstudierende, partizip -Präsens Aktiv. <laughs> Sie ist Mama geworden, kürzlich. Herzlichen Glückwunsch, Katharina. Herzlichen Glückwunsch. Die ist Medizinstudierende kurz vor dem M2 und hat sehr viel Zeit, als frische Mama Podcast zu hören. Und äh, sie hat uns einfach gelobt und gesagt, dass sie es toll findet. Und ähm, ach, das war eine so herzliche E-Mail. Und vielen Dank, Katharina, nochmal an dieser Stelle. Und allgemein gesprochen für alle, die uns nette Feedbacks geben. Wir freuen uns wirklich sehr. Das ist eigentlich der Lohn und das Brot für unsere Arbeit, zumindest für mir geht es so. Genau. Auch das kann ich eins zu eins unterschreiben. Was mich im Speziellen bei Katharinas E-Mail noch gefreut hat, war der Umstand, dass sie sagt, sie hatte im Studium abgesehen davon, dass die Pandemie die ganzen Praktika zerschossen hat, zu einigen Fachbereichen viel zu wenig bis gar keine Berührungspunkte und so auch mit der Anästhesie. Und das hört man immer wieder, dass man dass die Anästhesie im Studium total unterrepräsentiert ist. Aber durch den Podcast hat sie den Wunsch geschlossen bevor sie ins Berufsleben startet, noch einmal in der Anästhesie zu hospitieren und das Fach näher kennenzulernen. Und das muss ich sagen, das finde ich, find ich mega, wenn durch diesen Podcast Leute Interesse für dieses Fach entwickeln. Ja, schön. Wieder eine neue Kollegin gewonnen. So wie schon in der letzten Folge haben wir auch einen Kollegen erwähnt, der wahrscheinlich Anästhesist werden wollte. Die Kliniken müssten uns Provisionen zahlen eigentlich. Ne? Ja, so ganz genau. Die hier. Apropos Zahlen. Wir haben wieder eine sehr lange Spendenliste, dem geschuldet, dass wir jetzt tatsächlich schon so lange nicht mehr aufgezeichnet haben und jetzt quasi die ganzen Spenden ab fast Anfang Dezember äh, nachreichen. Zwischenzeitlich haben wir sogar ein Gewinnspiel gestartet. Unser Kinder-Anästhesie-Talk-Tassen-Gewinnspiel startete am 24.12. Und die Regeln war, jede siebte Spende über sieben Euro gewinnt eine Tasse. Und da haben wir tatsächlich einige Tassen äh, rausgehauen und... Ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Und lesen unsere Unterstützerinnen und Unterstützer vor. So machen wir das. Wir danken Volker, Martin, Jörg, Katharina und Britta, Christine. Christoph, Daniela, Elmar, Frederik, Nadine. Hannes, Benjamin, Kuno, Johannes, Benedikt und Raffaela. Und jetzt startet unser Tassengewinnspiel, Wir Ihnen gesagt, die erste Spende und dann alle sieben. Und wer war unsere erste Spenderin? Das ist, hat mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe, denn es ist auch eine Hörerin der ersten Stunde und niemand hat es mehr verdient als unsere liebe Heike. Und Heike gewinnt die erste Tasse und die geht nach Plau am See. Sehr cool, habe ich mich sehr gefreut. Dann außerdem noch Beate, Stefan, Joachim, Markus, Marco, Thomas, Andreas und Sabine. Und Sabine bekommt auch eine Tasse. So, jetzt habt ihr gemerkt, das waren mehr als nur sieben. Das lag daran, dass einige Spenden die Kriterien nicht gematcht haben. So und so geht es auch weiter mit Matthias, Michael, Malte, Christian, Raphael, Christian und Svenja aus Eningen. Sascha, Daniela, Raphaela, Patrick, Michaela, Katharina, Anke und Daniel. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Nach Leipzig. Dann Marc, Holger, Sarah, Katharina, Norman, Nils, Markus, Frank und jetzt wäre Nummer 7 wieder Heike. Aber Heike nur eine Tasse pro Gewinnspiel und deshalb hat jetzt anstelle deiner die Annika aus Rostock Glück und gewinnt eine Tasse. Außerdem geht ein Dank an Marian, Isabel, Julian, Patrick, Jörg, Hilke, Volker, Nils und eine Tasse geht an Carlo aus Germering. Herzlichen Glückwunsch, Carlo. Weiter geht's mit Britta, Christine, Annika, Eva, Viktoria, Anja, Arne, Simon und Lena aus Wietzen gewinnt die Tasse Nummer. Hallo, ich bin's Graf Zahl. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. <laughs> Magnus, Anthony, Simon B, Simon F, Mariana, Anne, Simone, Ehrenfried, Zwinkersmiley. Und Matthias. Matthias aus Münster bekommt auch eine Tasse. Herzlichen Glückwunsch. Eva-Maria, Hanna, Lea-Regina, Christine, Florian, Matthias, Kuno-Johannes, again Benedikt, Sophie und Nummer sieben ist Heike. <laughs> das ist wirklich lustig. <laughs> also äh, next one ist dann Christian aus Merzhausen. Herzlichen Glückwunsch. Annika, Fabian, Stefan, Sabine, Christina. Ende der Tassenaktion. Und dann... Habt ihr aber noch weiter gespendet und ähm, das waren unter anderem Marius, Anne, Frauke, Frank, Jonas und Wiebke, Natascha, Ilona und Carla. Herzlichen Dank allen Spender und Spenderinnen. Danke, dass ihr unsere Arbeit so wertschätzt und dass wir dieses Projekt weiter am Leben aufrechterhalten können dadurch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir tat's, als ich diese Namen Ausgewertet habe, also diese Listen ausgewertet habe und geguckt habe, was ist über, was ist unter, tat es mir in der Seele weh, weil das sind alles Menschen, die uns unterstützen und äh, da jemanden auszusortieren, das hat sich im Nachhinein als grundfalsch angefühlt und ähm, das war im Vorfeld nicht gut überlegt von uns. Und wie möchtest du es wieder gut machen? Wir machen das mit dem größten aller kinder Geschenke Geschenkegut, die man machen kann. Und zwar Na? haben wir hier Drei Bücher von dem neuesten Buch von Martin Dürr. Komplikationen in der Kinderanästhesie <laughs> haben wir okay, hier. Okay, warte mal, erstmal fünf Euro in die Martin Döhr-Kasse wieder. Ding, ding. Komplikationen in der Kinderanästhesie im September letzten Jahres erschienen. Und da wir Martin Dürr und seine Frau im März treffen werden, haben wir angefragt, ob er uns diese Bücher signieren könnte. Und er hat natürlich zugesagt. Das heißt jetzt im Klartext: Alle Spenderinnen und Spender die uns bis zum 20.03. etwas in den Hut werfen, haben unabhängig von der Summe die Chance, eines von den drei handsignierten Martin-Jörg-Büchern zu gewinnen. Und ihr könnt euch dann, wenn ihr zu den glücklichen Gewinnerinnen zählt, auch entsprechend die Signatur, die ihr in den, den Buch haben möchtet, aussuchen. Wir werden im Vorfeld damit euch Kontakt aufnehmen und diese Sachen klären. Also, ab sofort. Jeder Spendeneingang, unabhängig von der Summe, nimmt an der Verlosung teil bis zum 20.03.2023. Super. Und dann ziehen wir aber auch so von den ganzen Namen drei Sachen raus. Und bestimmt ziehen wir ihn dreimal Heike. <laughs> Wahrscheinlich, ja. ja. Jedenfalls kriegt jeder ein Buch. Und wenn jemand doppelt gezogen wird, aus irgendwelchen Gründen, dann denken wir uns eine Modalität aus. Aber es wird wirklich zufällig sein. Und das können wir euch auf jeden Fall versprechen. Naja, der Name, der gezogen wurde, der verschwindet aus dem Pott. So, damit hat es sich dann erledigt. Die Regel ist, jeder kann nur ein Buch gewinnen. Punkt. Korrekt. Okay, damit haben wir das ähm, Intro vorgeplänkel und den Rückblick ähm, hinter uns gebracht. Und ich glaube, wir sollten jetzt überleiten zum Interviewpartner. Wir haben einen ganz tollen Interviewpartner gewonnen, einen sehr kompetenten für dieses Interview. Und stellen uns doch erstmal vor, Gordon. Genau. Also, er ist. Kinderanästhesist und nebenbei auch Vater von vier Kindern. Er ist Hämostasiologe, er ist Fachbuchautor, er ist Leitlinienautor und Koordinator, er ist ehemals leitender Oberarzt der Anästhesie der Charité im Campus Virchow Klinikum, aber seit 2015 nicht mehr, denn seitdem ist er Alleluja, <laughs> Alleluja, 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 Alleluja. mein Chef. Er ist nämlich Chefarzt am Vivantes Klinikum in Berlin Friedrichshain. Bitte begrüßen Sie mit mir, meine Damen und Herren, Professor Christian von Heimann. Lieber Christian, danke, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast. Aber bevor wir starten, möchte ich bitten, nennt uns doch einmal eine gemeinnützige Organisation mit Bezug zu Kindermedizin, der wir am Ende des Jahres als Dankeschön dafür, dass du diese Zeit hier mit uns genommen hast, einen Teil unseres Gewinns spenden dürfen. Ja, gerne. Ähm, auch wenn der Bezug zur Kindermedizin vielleicht nicht so ganz direkt ist, aber meine Frau und ich, wir spenden seit vielen, vielen Jahren ähm, den SOS Kinderdörfern weltweit und wir haben auch ein Patenkind, welches in Bosnien in einem Kinderdorf lebt und dort aufwächst, ähm, die wir auch jedes Jahr unterstützen. Und ähm, wir finden SOS Kinderdörfer gut, haben sie auch selber mal besucht und äh, konnten sehen, was die Menschen dort aufbauen und die brauchen Unterstützung und das machen wir gern. Ja, fantastisch, okay. Machen wir auch gerne. Ist notiert. Armin, hast du notiert, oder? Habe ich notiert, war ich zu meinem Kuli noch nochmal. SOS. Alles klar. Hallo Christian, auch von meiner Seite aus. Hallo Armin. Komplexes Thema heute. Und ähm, ja, wie findet man da so einen Einstieg rein? Ich sag dir mal, wie ich zu meiner Landschaft zur Himmelostasologie, Gerinnung und Blut gekommen bin. Das hat angefangen in der Vorklinik. Da habe ich den Silbernagel gelesen, das Physiologiebuch und die Überschrift zum Blut hieß Blut, Doppelpunkt, ein flüssiges Organsystem. Das fand ich so skurril von der Überschrift her. Das hat mich total fasziniert. Blut ist wirklich wichtig. Das transportiert Sauerstoff, Nährstoffe und transportiert auch Abfallprodukte wieder ab. Und, und darum geht es heute, ist auch für die Gerinnung zuständig. Ja, und das ist ein spannendes Feld. Und deshalb die erste Frage an dich, Christian. Wie wurdest du Hemastasiologe, neben deinem Hobby auch Anästhesist zu sein? <laughs> Ja, also ähm, ich gehörte zu denen, die äh, Gerinnung ganz furchtbar fanden im, ähm, im Studium und äh, auch nicht mehr gelernt habe als alle anderen, die es so ähnlich furchtbar fanden wie Armin, ich. Aber wir sind in guter Gesellschaft. Und ähm, es gab dann äh, während meiner AIP-Phase einen Oberarzt auf meiner Intensivstation, der sich so zwei Themen gewidmet haben, die so ein Orchideen-Dasein in der Intensivmedizin fristen. Zum einen das Thema Hämostasiologie, also Gerinnung, und das andere Thema ist Ernährung. Und ähm, das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut und dachte, okay, das willst du jetzt mal verstehen. Und mit der viel viele Jahre währenden Tätigkeit auf einer kardiochirurgischen Intensivstation und dann nachher auch im OP, wo zu, sozusagen die Gerinnungsstörung programmiert ist und zum täglichen Alltag ähm, gehört, wuchs dann auf einmal auch wieder das Interesse an diesem Thema, was mich immer schon so ein bisschen latent interessiert hatte, was aber so ein bisschen zugedeckt wurde von dem Interesse an Ernährungsmedizin, so dass ich mich dann äh, sozusagen zwangsläufig, um die Patienten besser versorgen zu können, mich dann auch mit Blutgerinnung beschäftigt habe und habe dann eine Mentorin gefunden an der Charité, die dort leitende Oberärztin war und die die Hämostasiologie unter ihren Fittichen hatte und mit der habe ich dann so ein bisschen was über Labor in der Hämostasiologie gelernt, aber ganz viel dann eben auch zu Patienten mit Gerinnungsstörungen, sowohl blutenden Gerinnungsstörungen als auch Gerinnungsstörungen, die mit Thrombosen verbunden sind. Ganz viel dann über HIT-2, was damals ein großes Thema war. Und wenn ich von damals rede, war das so äh, Mitte, Ende der 90er Jahre. Ähm, ja, und so wurde das mehr und mehr. Und äh, irgendwann parallel dazu hat man angefangen zu publizieren. Das ist ja auch so eine Aufgabe an der Universitätsklinik die dann von einem damals zumindest noch sehr verlangt wurde und äh, ja so wuchs ich über meine tägliche Beschäftigung mit Blutungsproblemen in die Hämostasiologie dann auch als Fach hinein und auch dann, damit dann eben auch in die Aneignung der Theorie dazu und äh, also wie wir sehen, es ist ja immer noch so, dass es einen Funken braucht, der dann das Feuer entfacht. Ne? Ein Mentor, der dann mit seiner Liebe zum Fach und seiner Begeisterung dann einen irgendwie ansteckt. Ne? Und das funktioniert selbst bei solchen Themen wie Gerinnung. Ja, oder das war sicherlich so damals über den Oberarzt, der mir ganz viel erklärt hat ähm, dazu. Das ist dann so ein bisschen verschütt gegangen eine kurze Zeit und ähm, lebte dann auf der Intensivstation wieder auf, weil es einfach jeden Tag mich begleitet hat bei den Patienten, die halt eben ihre Drainagetöpfe vollgelaufen hatten und wo man halt irgendwie sich Gedanken machen musste, wie geht man jetzt mit alterierten Gerinnungswerten um, nimmt man die ernst, nimmt man sie nicht ernst, wie behandelt man, wie behandelt man effektiv. Ja, parallel dazu dürfen die Bypässe nicht zugehen. Und ja, also das war sicherlich dann eben einfach aus dem Alltag kommend dann auch noch ein großer Stimulus. Du hast ja schon gesagt, dass viel Wissen entstanden ist zum Thema Gerinnung. Und es ist ja auch noch nicht das letzte Kapitel geschrieben zum Thema Gerinnung. Wir haben ja damals mal vom klassischen Modell der intrinsischen und extrinsischen Gerinnung gesprochen. Dieses Modell wurde ja eher abgelöst jetzt, hingehend zu einem zellbasierten Modell. Und Begriffe wie primäre und sekundäre Hämostase haben mehr Bedeutung bekommen. Was ist ein Hintergrund davon? Ja, ähm, das Problem der äh, Wasserfallkaskade welches ihr möglicherweise schon gar nicht mehr gelernt habt, sondern das habe ich noch gelernt, hatte eigentlich schon von Entstehung an das Problem, dass es so schwere Erkrankungen wie die Hämophilie, wo ja nur ein einzelner Gerinnungsfaktor fehlt oder ausgeprägter Mangel vorliegt, nicht gut erklären konnte. Und das war allen denjenigen, die sich da wissenschaftlich mit beschäftigt haben, von Anfang an eigentlich klar, dass das so ist. Zumal eben die Rolle der Thrombozyten und die Interaktion von Thrombozyten und der plasmatischen Gerinnung, die ja dieses Wasserfallmodell mit extrinsischem Arm und intrinsischem Arm dargestellt haben, das ist eigentlich auch nicht gut beschrieben worden. Und das funktioniert jetzt besser. Wir sind, glaube ich, mit dem Modell der zellbasierten Hämostase näher an der Realität, weil wir jetzt wissen, und das ist vielleicht so der neue Schritt und das neue Verständnis, dass Gerinnung auf Zellen stattfindet. Ja, also wir brauchen Zellen, entweder Thrombozyten oder wir brauchen ein verletztes Gefäßendothel, an dem Gerinnung stattfindet. Ja, und ich sage das immer in meinen Vorträgen. Ähm, äh, hört sich jetzt trivial an. Blut ist flüssig, und das muss auch so sein, weil wenn es nicht flüssig wäre, könnte es seinen ganzen Aufgaben nicht nachkommen. Und man muss das auch würdigen, wenn man Patienten behandelt, dass man nicht versucht, den Gerinnungszustand des oder den Aggregatzustand des Blutes zu verändern, weil wenn, wenn es irgendwann klottet, ist das ein pathologischer Zustand. Der kann ein Reparaturmechanismus sein, beschränkt auf den Ort der Gefäßverletzung. Aber wenn ich mir in den Finger schneide und ich kriege dann eine halbe Stunde später einen Schlaganfall, weil ich halt eine arterielle Embolie ausgelöst habe, dann hat das Gerinnungssystem nicht gut funktioniert. In der waren Welt in der Biologie ist es so, dass die Blutgerinnung nur stattfindet da, wo ich mich geschnitten habe und keine Thrombose oder keine Embolie auslöst, die einen Schlaganfall verursacht. Aber so fein und durchaus auch aufwendig, und da verstehen wir auch immer noch nicht alles, ist das Gerinnungssystem gesteuert. Und das verstehen wir besser, seitdem wir wissen, dass Gerinnung auf Zellen stattfindet. Wir brauchen Thrombozyten, wir brauchen verletztes Endothel. Und wenn es mal auf anderen Zellen als Thrombozyten stattfindet, wie zum Beispiel auf Entzündungszellen, Thrombo äh, Monozyten zum Beispiel, dann finden wir das bei pathologischen Zuständen, wie zum Beispiel ganz klassisch der Sepsis oder dem septischen Schock wieder. Jetzt hast du die nächste Frage schon fast vorweggenommen. Und die wäre nämlich gewesen, ob sich diese. Vorgänge einfacher beschreiben lassen als die der Vorgänger, wie du sagst, die Wasserfallkaskade, die man ja unmöglich irgendwie jemandem, der nicht ein Lehrbuch vor Augen hat, ähm, plausibel erklären konnte. Ist das anders jetzt bei dem zellbasierten System? Gibt es da so ein paar einfachere Dinge, die man sich auch besser merken kann? Nein, leider letztendlich nicht, weil die Wasserfallkaskade ist ja nicht vollkommen ähm, abgelöst worden. Wir haben also weiterhin eine kaskadenartige Aktivierung von Gerinnungsfaktoren, die aber auf der Oberfläche von Thrombozyten stattfindet, die nicht mehr so frei fließend im Blut stattfindet, sondern die braucht immer sozusagen ein zelluläres Substrat, auf dem sie stattfindet. Und das sind eben Gefäßwandverletzung, mit Verletzung des Endothels oder auf Thrombozyten. Das, was sicherlich so ein bisschen aus dem Blickfeld herausgerutscht ist, weil die Bedeutung in der Biologie des Menschen nicht so ganz klar ist, ist auch beim intrinsischen Gerinnungsweg der Faktor 12. Der ganz oben steht, und da stehen dann auch noch so, so Buchstaben bei wie H, HMWK, also High Molecular Weight Kininogene, die für die Kontaktphase entscheidend sind. Das spielt eigentlich im Wesentlichen eine Rolle, wenn Blut in Kontakt zu Fremdoberflächen kommt. Spielt aber, wenn Blut keinen Kontakt zu Fremdoberflächen hat, ähm, verhältnismäßig wenig in der Biologie eine Rolle macht aber und das verwirrt dann alle total macht dann die APTT zum Beispiel extrem lang ja also jeder APTT die im dreistelligen Bereich ist und der Patient hat jetzt keine Erklärung durch eine Heparinintoxikation und dann ist das schon mal so ein relativer Indikator dafür, dass dieser Patienten Faktor-12-Mangel hat. Und davon hängt dann ab, ich kann dann nicht mal die Heparintherapie steuern, weil das nicht mehr verlässlich ist. Sieht man häufiger auf Intensivstationen, wenn die Patienten ein bisschen länger da sind. Aber der Faktor-12-Mangel selber macht halt eben diese Laborartefakte, hat aber wahrscheinlich ähm, am ehesten eher etwas vielleicht mit einer leichten Thrombose-Neigung zu tun, als dass er jetzt für eine Blutungsneigung prädisponiert, wie ja fast alle anderen Faktoren Mangelzustände in der Gerinnung. Ich glaube, ich meine meine Vortrag auch auf dem Haida gesehen, auf dem, die gesehen zu haben, dass Leute in Hamburg den Faktor 12 gehemmt haben und dadurch eine herz lungen betreiben konnten. Ja, das, das es zur äh, gekommen ist. gibt es in der Tat. Deshalb... Ähm da gibt es zumindest untersuchungen es gibt aber jetzt auch untersuchungen um den faktor 11 einen antifaktor 11 antikörper mit dem man offensichtlich auch gut thrombosen vermeiden kann auch perioperativ thrombosen vermeiden kann kannst du noch mal ganz kurz die begriffe primäre und sekundäre hämostase zusammenfassen ganz kurz ja also als primäre hämostase das kommt ja auch noch so ähm, von ganz früher möchte ich mal sagen ähm, primäre Hämostase bezeichnet eigentlich die Startphase der Gerinnung die primär dadurch stattfindet dass sich am Ort der Gefäßverletzung Thrombozyten anlagern ja, dafür braucht man halt von Willebrand-Faktor weil das sozusagen der stellt die Brücke da zwischen den Thrombozyten und dem Gewebe welches unterhalb des endo verletzten Endothels liegt und dann findet auf den Thrombozyten, die sich an der Gefäßverletzung anlagern, findet dann die sekundäre Hämostase statt mit Aktivierung von Gerinnungsfaktoren. Und das Ziel der sekundären Hämostase ist, Fibrinogen als Substrat der Gerinnung in Fibrinmonomere zu überführen, die dann halt für die Verbindung der Thrombozyten am Ort der Gefäßverletzung sorgen, damit die nicht weggespült werden durch den venösen oder atriellen Fluss, sondern am Ort bleiben, brauchen wir halt Fibrinmoleküle, die sich halt an Rezeptoren gebunden zwischen Thrombozyten ausspannen. Und insofern baut sozusagen die sekundäre Hämostase auf der primären Hämostase auf. Da musste ich auch gerade an meinen ehemaligen Professor denken aus Greifswald, wo ich studiert habe, Professor Greinacher, den wirst du ja auch gut kennen. Ja, wenn du auch schon über Hit gesprochen hast und der hat in der Vorlesung immer gesagt, Primäre das sind die Thrombozyten, genauso wie du es gesagt hast, das ist das Mauerwerk. Und der Mörtel dazwischen, das ist die plasmatische Gerinnung. Genau. Ja. ja, sehr gutes Bild, genau. Ja, ja nun lass uns auch einfach mal so ein bisschen fokussieren, weil wir haben gerade über Faktor 11 und Faktor 12 gesprochen. Das ist ja in der Kinderanästhesie, und wir sind ja der Kinderanästhesie-Talk-Podcast, eher ein untergeordnetes bis fast nicht existentes Problem. Also, wenn wir eine Störung der Gerinnungskaskade sehen, im Bereich der angeborenen Koagulopathien bei Kindern, dann sprechen wir eigentlich über relativ wenig unterschiedliche Faktoren. Und lass uns doch mal einen Blick darauf werfen, welche Gerinnungsstörungen wir bei den Kindern mengenmäßig am häufigsten sehen. Also ich spreche jetzt erstmal nur von angeborenen äh, Gerinnungsstörungen äh, bei Kindern und das werden wahrscheinlich viele wissen, das von Willebrand-Syndrom ist sicherlich das... Die Gerinnungsstörung mit einer Blutungsneigung, also das ist vielleicht einfach nochmal, wenn ich da nochmal ganz kurz ausholen darf, Gerinnungsstörung ist ja erstmal sozusagen nicht männlich, nicht weiblich, Gerinnungsstörung kann blutend sein, kann aber auch thrombophiler Natur, also Thrombose bildend sein, das muss man so ein bisschen unterscheiden und das worüber wir jetzt reden, sind ja Gerinnungsstörungen im Kindesalter, auch im frühen Kindesalter, die mit einer Blutungsneigung einhergehen gehen und da sind äh, an erster Stelle zu nennen das von Willebrand Syndrom und dann kommen schon gar nicht so ganz weit weg davon die Hämophilien also Hämophilie A, Hämophilie B diese beiden angeborenen Gerinnungsstörungen, Blutungsneigung sind x-chromosomal rezessiv vererbt das heißt im Vollbild werden davon Jungen betroffen wenn ihr also mal irgendeine Anamnese, einen Fall vorgestellt bekommt, wo es um ein Mädchen geht, ist die Verdachtsdiagnose Hämophilie A oder B sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das kann schon mal erklärt sein dadurch, dass sie möglicherweise Konduktorin ist. Ja, sie ist Überträgerin, weil sie ja zwei X-Chromosome hat. hat, ist eins erkrankt, das andere nicht. Manche von diesen Konduktorinnen haben auch eine Blutungsneigung. Aber ähm, die ist in der Regel nicht sehr schwer ausgeprägt, aber die können natürlich dann halt eben Jungs mit einer Hämophilie A zur Welt bringen und das ist das was wir in der Sprechstunde herausfinden müssen also wenn die mutter die anamnese hat dann müssen wir genau hinschauen ne? Wie absolut der sohn dann durchaus mit einem schweren krankheitsbild betroffen sein kann da das ja eben eine familiäre übertragung ist sind häufig wenn es in der familie erkrankte jungs männer gibt sind diese familien bekannt es wird dann eben auch die weitere Familie getestet, genetisch untersucht, so dass man eigentlich sehr genau weiß, welche Kinder betroffen sein können, wenn sie, gerade wenn sie jung werden und äh, kann die dann sehr frühzeitig an spezielle Zentren anbinden und kann dann halt eben auch dafür sorgen, dass die Kinder eine möglichst sanfte Geburt haben, damit sie nicht gleich mit einer vielleicht auch durch den Geburtsvorgang induzierten Blutgerinnungsstörung mit einem riesigen Kefalhämatom oder so etwas zur Welt kommen. Ja, diese Kinder oder diese... Familien werden uns ja in der Narkosesprechstunde vorgestellt und im Zweifel sind die bisher vollkommen subklinisch gewesen und haben keine Blutungsauffälligkeiten gehabt, vielleicht keine vorangegangenen Operationen, die uns da schon einen Hinweis geben. Wie kriege ich das raus? Wie identifizieren wir diese Patienten in der präoperativen Evolution? Das ist ganz, ganz schwierig wenn die Anamnese, und wir machen ja alle auch eine Gerinnungsanamnese, wenn die Gerinnungsanamnese komplett unauffällig ist. Denn es ist ja auch so, wenn es um die Detektion einer Hämophilie A geht, die vielleicht subklinisch nur aufgetreten ist, sprich der Patient hat keine ähm, Blutungskomplikationen, zum Beispiel bei Zahnextraktion oder sonstigen kleineren ähm, Verletzungen gehabt, dann reagiert auch die APTT, mit der man ja üblicherweise eigentlich dann eine deutliche Verlängerung aufgrund des Mangels von Faktor 8 sehen würde, die reagiert eigentlich erst, wenn der Faktor 8 mit der äh, Aktivität unter 40% ist. Ja und dann ist man immer noch im Bereich der milden Hämophilie aber es kann durchaus sein dass man halt einen Patienten mit einer Faktor 8 äh, Aktivität von 40 Prozent durch die niedrige APTT nicht erkennt der geht in eine vielleicht dann auch große Operation hinein ohne dass er als Gerinnungserkrankt als Hämophil eingestuft worden ist und kann dann halt auch sehr schnell dann durch den Blutverlust dann noch aggraviert hat, auch eine schwere Blutungsneigung haben. Das erklärt, warum die präoperative routinierte Blutentnahme nicht empfohlen wird, weil wir dort eine relativ schlechte Sensitivität sehen. Wir oder? haben da eine schlechte Sensitivität und manche Patienten entgehen leider auch, aber zum Glück sind es sehr, sehr wenig, entgehen auch einer strukturierten Gerinnungsanamnese. Ja, die werden damit dann nicht auffällig. Und bei der Hämophilie A wäre das schon durchaus relevant, die richtig zu behandeln, auch wenn sie nur subklinisch sind. Weil das hätte therapeutische Konsequenzen. Man könnte dem Patienten Desmopressin geben, man könnte dem Patienten dann, wenn der Faktor 8-Mangel dann schwer geworden ist, dann eben auch einen Faktor 8-Konzentrat geben. Und das ist zum Beispiel anders als beim Faktor 7-Mangel haben wir gerade heute gehabt. Faktor 7 Mangel blutet üblicherweise nicht. Heute die Patientin hatte aber eine Anamnese von rezidivierenden Blutungen, die ist dann auch behandelt worden, während wir ansonsten halt auch bei Patienten, die in Faktor 7 Aktivität kleiner als 10% haben, Spinalanästhesien zur Sektion machen, wenn sie in der Anamnese nicht bluten. Jetzt hast du gerade gesagt, man kriegt das auch über eine gute Gerinnungsanamnese nicht zuverlässig raus. Stellst du etwa den Stellenwert von Gerinnungsfragebögen? Nein, in im keinster Art und Weise, in keinster Art und Weise, weil das sind Einzelfälle, die dann ähm, so ein bisschen äh, schicksalhaft leider sind, ja, wenn man sie durch die Gerinnungsanamnese nicht identifiziert. Und wann brauche ich dann eine dezidierte Gerinnungsdiagnostik bei Kindern? Ich sage immer, dass wenn ein Patient eine positive Gerinnungsanamnese hat, dann sollte man nachgehen. Häufig ist es ja so, dass die Gerinnungsanamnese sagt, der Patient hat irgendwie gibt an, er hat häufiger Nasenbluten, dann muss man schon auch sehr genau nachfragen. Wann tritt das Nasenbluten auf? Tritt das unprovoziert auf? Tritt das auf, wenn er halt, weil er häufig Schnupfen hat und sich dann eben die Nasenschleimhäute häufiger gereizt sind? Tritt das auf bei mechanischen Verletzungen der Nasenschleimhaut? Genauso ist es mit Zahnfleischbluten. Da muss man dann eben einfach ein bisschen genauer in die Anamnese hineingehen, auch in den Alltag hineingucken der Patienten, dann braucht man auch ein bisschen Zeit für. Das ist, glaube ich, etwas, wenn die Gerinnungsanamnese glaubhaft positiv ist, sei es Thrombose oder Blutungsneigung, dann würde ich zunächst anschließen, dass man eine ausgiebige Medikamentenanamnese macht, weil die meisten erworbenen Gerinnungsstörungen sind Medikamenten assoziiert. Ganz klassisch am Anfang steht das Aspirin, dann kommen die nicht-steroidalen Antirheumatika und dann und das wissen die Patienten dann meistenteils aber auch Thrombozytenaggregationshemmer äh, neuerer Generation, die dann aber eben schon als Begleittherapie von ganz bestimmten Interventionen eingesetzt werden. Christian, du hast gerade davon gesprochen, dass wir nochmal eine Gerinnungsdiagnostik machen sollten, wenn wir eine glaubhafte positive Blutungsanamnese haben. Soll man dann einfach alle Faktoren von 1 bis 12 bestimmen lassen in der Menge oder einfach nur Thrombozytenzahl bestimmen, Quick, PTT und DNR? Oder wie gehen wir da am besten vor? Also ich glaube, dass wenn die Gerinnungsanamnese positiv ist und... Ähm der Patient berichtet zum Beispiel im Rahmen der Anamneseerhebung von ähm, spontan auftretenden Hämatomen, ohne dass er sich irgendwie gestoßen hat oder beim Sport ja. irgendwie einen Zusammenstoß hatte, dann ist es erstmal sinnvoll, die Basisparameter oder Globalparameter zu machen, also Quick-APTT, dann würde ich aber gleich Fibrinogen mitmachen. Thrombozytenzahl gehört dann aus dem Blutbild unbedingt dazu. Und wenn man dann schon so weit ist, würde ich unbedingt noch ein weiteres Röhrchen ähm, mit abnehmen für einen Thrombozytenfunktionstest. Da kann man, würde ich jetzt... Wenn es immer noch um Kinder geht und wir so ein bisschen in Richtung der häufigsten blutenden Gerinnungsstörung bei Kindern denken, nämlich dem von Willebrand-Syndrom, wäre das der sogenannte PFA 100 oder 200. Also PFA steht für Plated Function Analyzer. Dafür kann man halt ein spezielles Röhrchen abnehmen und das ins Labor schicken und die können das einem innerhalb von wenigen Minuten eigentlich bestimmen. Ganz wichtig dabei ist, dass diese Röhrchen nach Möglichkeit nicht mit einer Rohrpost transportiert werden sollen, weil es dadurch zu einer Aktivierung von Thrombozyten kommt und dann hat man halt möglicherweise verfälschte Ergebnisse, dann sind die Thrombozyten sozusagen paarungs- oder aggregationsbereit und dann ähm, okay. überdecken die vielleicht einen, ähm, einen pathologischen Befund. Aber dann hätte man schon mal ganz wichtige Punkte beleuchtet oder ganz wichtige Erkrankungen beleuchtet. Man könnte über eine APTT so in Richtung Hämophilie gucken. Man kann über den Platelet Function Analyzer kann man in Richtung Thrombozytenfunktion gucken. Man kann über die Thrombozytenzahlen natürlich eine Thrombozytopenie, die bestehen kann, auch einfach mal idiopathisch bestehen kann, diagnostizieren. Und man kann über den Quickwert halt gucken, hat er im Bereich des Protrombin Komplexsystems, wo also zwei, sieben, neun und zehn drin sind, ähm, hat er da vielleicht ein Problem. Ja, und das hat man dann mit diesen vier oder fünf Parametern, ich glaube, drei, vier, fünf Parametern. Eigentlich hat man dann schon mal so eine Idee. Mhm. Ja, das klingt nach einem guten Schema eigentlich. Machen wir das? Oder sollte das dann schon von einem Hemostasiologen oder von einer Hemostasiologin beurteilt werden. Also ich glaube, das kann jeder äh, Anästhesist oder Anästhesistin auch in der Ambulanz machen. Ja, das ist ja eine Diagnostik, die ist nicht teuer. Ein Blutbild kostet roundabout irgendwie 1,90 Euro 90 oder so etwas. Ähm, und ein Fibrinogen kostet, weiß ich nicht, zwei oder drei Euro. Ähm, also das sind jetzt keine äh, immens teuren Ausgaben, die man dort macht. Deshalb kann man das gut vertreten. Dass man das auch in der Anästhesieambulanz schon ansetzt. Die Auswertung, da finde ich, da steht es jedem gut zu Gesicht, dass man sich dann eben auch hemostasiologischen Beistand sucht, wenn es dann auffällige Befunde gibt. Jetzt bin ich im Dienst, es ist 20 Uhr, ein Kind hat sich den Unterarm gebrochen. Mhm. Geh mal hin, mach mal eine Prämie. Ist der Auftrag an mich als Anästhesisten, mache ich gerne. Es ist dann auch dringlich und ich mache eine Quick-Anamnese, sage ich jetzt mal. Und ich persönlich komme immer dann zu dem Punkt, wo ich über die Gerinnung mal kurz spreche. Und ich frage dann die Eltern, gibt es Auffälligkeiten in der Gerinnung? Also erstmal ganz offen gefragt, denn ich glaube schon, dass wenn die Kinder ein Problem haben, da wissen das die Eltern und teilen mir das auch aktiv mit. Dann frage ich, gibt es verlängerte Blutungsneigung? Zum Beispiel nach Zahnfleischverletzungen oder nach... Gibt es Kniegelenksergüsse? Also ich frage dann so zwei ganz konkrete Situationen nach. Und dann frage ich noch, gibt es in der Familie Blutungsstörungen? Und diese drei Antworten frage ich ab und das ist dann so für mich ein Kompass zu sagen, okay, habe ich jetzt ein erhöhtes Blutungsrisiko, ja oder nein? Wie findest du diesen Quickleitfaden, ähm, fragebogen in, im Dienst? Quickleitfaden. <laughs> ja. Also den finde ich, find ich sehr gut, vor allen Dingen die letzte Frage finde ich gut, weil wenn die Kinder eine angeborene Erkrankung haben, dann muss die ja irgendwo herkommen. Und dann kommt sie in der Regel entweder von den Eltern oder gegebenenfalls halt von den Großeltern. Und deshalb macht es Sinn, die Familienanamnese, wenn man Gerinnungsstörungen detektieren möchte, genau mitzuerfragen. Und wenn die Eltern keine Gerinnungsstörung haben, dann kann das Kind trotzdem eine Gerinnungsstörung haben, auch wenn sie halt eben dann nicht genetisch vermittelt ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann eine angeborene, genetisch vermittelte Gerinnungsstörung hat, wird deutlich geringer. Ja und Insofern ganz wichtig, immer die Familien und Umfeldanamnese zu machen und ähm, dann natürlich halt die Eltern zu fragen, wie sieht das im normalen Leben aus. Weil wir gehen ja mal davon aus, dass die Kinder keine Medikamente einnehmen. Und ähm, insofern dieser Punkt der erworbenen Gerinnungsstörungen, die halt zu Blutungskomplikationen führen können, eigentlich bei den Kindern ja keine Rolle spielen. Meistens ja. zumindest. Nicht häufig kriegt man dann die Antwort ja Oma hat ein Blutverdünner und deshalb blutet sie so doll ja genau den ja, ganz ehrlich ganz vor allen Dingen nicht einnehmen den Blutverdünner als Kind <laughs> ja ich finde es tatsächlich so dass dass du häufig ähm, die Info bekommst dass die Oma eine Blutgerinnungsstörung hat und dass du dich dann erstmal dahin fragen musst ob das jetzt eine erworbene oder eine kongenitale ist und irgendwann kommt dann raus ja äh, die nimmt doch dieses Medikament dagegen gegen Thrombose. Wegen dem Herz. <laughs> ja. Und dann, dann ist es klar, ne, so, dass wir dann nichts zu erwarten haben. Okay, also wenn wir jetzt in der Primet-Ambulanz sitzen und das Kind identifizieren, was eine erhöhte Blutungsneigung hat und das Kind hat eine große OP vor sich, mhm. die, ähm, die elektiv ist, ja. wann muss ich denn dann sagen, okay, das übersteigt jetzt unser, unsere Kompetenzen, das muss jetzt an ein Zentrum gehen. Wann würdest du das sozusagen in die Wege leiten? Wann wäre der richtige Schritt dafür? Also, und was wäre ein richtiges Zentrum vor allem? Ja, also die, wenn ich es richtig verstehe, dann ist es halt, das Kind hat eine positive, nachvollziehbare Gerinnungsanamnese in dem Sinne, dass es zum Beispiel häufiger nachgeblutet hat nach Zahnextraktionen und ähm, jetzt wird dann eine große Operation notwendig. Dann würde ich... Ähm, Erstmal raten, die vorhin besprochenen fünf Parameter zu messen, damit wir vielleicht so ein kleines bisschen besser verstehen, wo wir jetzt weiter hinschauen müssen. Und wenn es dann in Richtung geht, dass das Kind wirklich ein ausgeprägtes von Willebrand-Jürgens Syndrom hat oder das Kind hat dann eine Hämophilie, möglicherweise wenn es ein Junge ist, ja. Dann finde ich gehört das Kind an eine Gerinnungssprechstunde angebunden. Die gibt's halt dann meistens an den Universitätskliniken oder größeren Krankenhäusern mit Maximalversorgerstatus, weil dann wird perioperativ auch die Erstellung eines Managementplans notwendig, damit die Kinder nicht sofort von Anbeginn an große Mengen an Blut verlieren, denn dann wäre hämostasiologisch das Ziel, die Kinder gerinnungsgesund zu machen vor Hautschnitt. Ja, Das heißt, wir würden dann substituieren, das ist nochmal am Beispiel der Hämophilie, wir würden halt den hämophilen Patienten, der als schwerer Bluter eine Aktivität von Faktor 8 kleiner 1% hat, wir würden den mit der Faktor 8 Aktivität auf 80% substituieren. Dass er mit 80% Aktivität und dann einer wahrscheinlich normalen APTT in die Operation hineingeht. Ja, ich glaube, das sind die Vorteile, ne? dass, man, dass die Gerührungsambulanz ein ganz praktisches Kochrezept mit an die Hand gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man auch die Blutbank im die man dann ja eventuell auch braucht. Ne? Absolut, ja. Und vor allen Dingen braucht man halt eben auch ein Gerinnungsfaktoren-Depot, welches ausreichend ausgestattet ist. Man mag vielleicht mal so 2.000, 4.000 Einheiten Faktor 8 zufällig bei sich im Depot haben, aber für solche Patienten werden dann häufig höhere Dosen notwendig, weil es dann mit der kurzen Halbwertszeit des Faktor 8s ist dann postoperativ notwendig wird mehrfach noch zu substituieren und das also diese Logistik mit der entsprechenden Aktivitätsmessung das muss jedes Krankenhaus mit kurzen Turnaround-Zeiten für die Laborwerte einfach anbieten können und da bleiben praktisch eigentlich nur die ähm, Unikliniken und die Kliniken mit Gerinnungssprechstunde übrig die das dann machen damit ist dann auch ein Schwerpunktversorger häufig überfordert. Nicht, weil das nicht könnte, sondern einfach, weil er diese Patienten zu selten hat und zu, darauf nicht eingestellt ist. Mhm. Ich glaube, Gordon, jetzt haben wir einen schönen Leitfaden schon mal für die prämie erstellt. Ich finde, ich habe schon ein paar Sachen mitgenommen auf jeden Fall. Es ist mal wieder so präoperativ an postoperativ zu denken. Ja, ne? Das äh, äh, eilt uns Kinder an, es ist in ganz vielen verschiedenen Ebenen, dass man wirklich äh, den gesamten komplexen Vorgang als solches im Weitwinkelobjektiv sozusagen haben muss. Man könnte äh, auch sagen, die Narkose beginnt in der Prämet. <laughs> ja, ich weiß nicht, wer das immer sagt, ja, aber gut. Ist ausgelutscht, der Spruch. Aber verlassen wir jetzt mal gedanklich die Prämet und gehen mal in einen Fall rein. Das erste Zertifizierungspasswort lautet 1186. Ich wiederhole 1186. Ich erzähle mal von einem Fall, den ich relativ häufig habe. Könnt ihr vielleicht auch bestätigen bei euch? kleines Kind hat eine Leukämie, ist dadurch Panzytopen und soll jetzt einen Katheter bekommen. Eigentlich eine sehr unkomplizierte OP, aber Thromozytenzahl ist niedrig, Hb-Zahl ist niedrig und Leukozytenzahl ist niedrig. Und ich tue mich immer damit schwer zu sagen, wann ich das Kind freigeben kann oder was ich noch vielleicht managen muss vor so einer OP. Also wann kannst du mir vielleicht sagen, unter welchen Umständen ich so eine Operation eventuell verschieben müsste oder was ich machen müsste, um die OP starten zu können aus anästhesiologischer Sicht? Gute Frage, auch nicht gleich zu beantworten. <laughs> ich möchte auch gar nicht direkt mit einer Gegenfrage starten. Wenn die Kinder Panzytopen sind, würde mich aber, und damit sind wir wieder bei der Anamnese, interessieren, ob das Kind, ähm, ob das Kind jetzt spontan Blutung hat oder ob das Kind sich zum Beispiel ganz normal die Zähne putzen kann und dabei jetzt nicht gleich anfängt, ähm, schwer zu bluten. Wenn das alles verneint wird, dann würde ich mit den kinderhämato onkologen sprechen, mir die Zahlen angucken. Ich sage mal, das Kind hat weniger als 10.000 Thrombozyten. Das ist schon ein nicht unerhebliches Blutungsrisiko, muss man sagen. Und ähm, da würde ich mir auch in Zeiten einer ultraschallgestützten ZVK-Anlage oder was weiß ich, Hickman oder so etwas... Ähm, würde ich mir eine Anhebung der Thrombozytenzahl, auch wenn die Thrombozyten im Kind nicht lange überleben, auf ungefähr 50.000 wünschen? Ja, das ist auch meine größte Sorge bei solchen Operationen, dass die Thrombozyten zu niedrig sind. Ich denke mal, wenn der Chirurg mutig genug ist, reinzuschneiden, dann kann ich von meiner Seite auch aus die OP freigeben. Oder naiv genug, das weiß man ja <laughs> vorher immer nicht so, ne? Ja, genau, aber. Man muss vorbereitet sein. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das ist ganz klug, dass man nochmal eine Rücksprache hält mit den Hämatronkologen, die den Patienten am besten kennen. Ja, diese, diese wait and see strategie ähm, die kann man machen. Die empfehle ich auch eher für, für ähm, andere, auch hämostasiologische Situationen. Ähm. Bei Kindern kann das halt dann eben sehr schnell, auch wenn es nur um eine Punktion geht und um die Einlage eines Katheters, der dann aber doch schon ein gewisses, wohl, äh, einen gewissen Durchmesser hat, kann das dann doch, wenn man dann erst zu spät sozusagen während der Prozedur die Thrombozyten gibt, weil man merkt, okay, das Hämatom wird jetzt doch ein bisschen groß. Ähm, die bei Kindern ist dann sozusagen der Raum, wohin sich das Hämatom verteilen kann, ein bisschen enger. Und wenn man halt jugular punktiert hat, ist die Trachea nicht ganz so weit weg. Und ähm, da wäre ich dann eher präemptiv in dieser Situation unterwegs und würde das Kind dann eher vorher transfundieren, als sozusagen zu warten. Ja, so machen wir es auch. Also jetzt, nur um das nochmal klarzustellen, <laughs> meistens kommen die mit einer Transfusion zu uns, mit dem TK-Beutel oder der ist gerade auf dem Weg zu uns. Ja. ja, je kleiner das Kind, desto größer eben das Problem, wenn das Hämatom zu groß wird. Bleiben wir im OP. Es gibt ja die These, je kleiner das Kind und je größer bzw. je umfangreicher der Eingriff, desto großzügiger sollten Blutprodukte bestellt und auch schon im Saal parat liegen. Kannst du das unterschreiben? Also ich würde grundsätzlich unterschreiben wollen, dass Blutprodukte am Patienten sein sollten, auch am kleinen Kind. Gerade wenn es, wenn ich weiß, dass diese Operation äh, regelhaft mit einem Transfusionsbedarf einhergeht, dann bin ich frei zu entscheiden, wann ich Blutprodukte gebe und kann die dann auch sehr schnell verabreichen. Das heißt aber auch nicht zwangsläufig, dass ich sie verabreichen muss. Ich muss natürlich zugelassene Lagerungsmöglichkeiten haben, aber sie nah am Patienten haben, empfinde ich als einen riesengroßen Vorteil für den behandelnden Arzt. Bei sehr kleinen Kindern und unter sehr klein verstehe ich, die sind vielleicht im ersten Monat und haben irgendein malignes Geschehen und müssen jetzt dringend operiert werden. Ähm da ist es natürlich so, dass wir immer noch mit der Unreife des Gerinnungssystems kämpfen. Und das kann dann in der Situation, dass ich den Kind einem Trauma aussetze, eben dann auch schnell, schneller als vielleicht bei Erwachsenen zu einer Blutungsneigung führen. Ich sage jetzt mal als Beispiel. Beim Neugeborenen oder das Kind, was vier Wochen alt ist, sind so Gerinnungsfaktorenaktivitäten irgendwas so zwischen 40 und 50 Prozent normal. Beim Erwachsenen sind das halt 70, 80, 90 oder mehr. Und das hält sich bei dem sehr kleinen Kind, bei dem Neugeborenen deshalb die Waage, weil nicht nur die Prokoagulatoren, die Gerinnungsfaktoren, die also Gerinnung induzieren, ähm, vermindert sind, sondern weil auch die Gerinnungsinhibitoren, also Antithrombin Protein C, Protein S, auch vermindert sind. Das ist, hält sich dann insofern dieses hämostasiologische Potenzial hält sich da ganz gut die Waage. Aber wenn dann eine Operation da hinzukommt, dann kann es halt eben sehr schnell dazu kommen, dass eben die Gerinnungsfaktoren über den Blutverlust dann in Richtung 20 oder 10 Prozent abfallen. Und da muss man dann so, sozusagen ein bisschen früher Herangehen und die Kindertherapien. Ja, üblicherweise werden die Kaskaden eben nicht angeschubst in diesem Lebensalter, ne? weil es eben kein chirurgisches Trauma gibt. Ähm, wie ist denn deine Entscheidungsfindung? Hast du da einen Leitfaden? Der beginnt damit, dass ich zumindest halt in der Gerinnung, das Substrat der Gerinnung, das Fibrinogen mitgemessen habe, dass ich mir Erythrozytenkonzentrate, aber auch Frischplasma, aber auch zum Beispiel Fibrinogenkonzentrat in den OP kommen lasse und das einfach nah am Kind lagern kann, damit ich halt schnell bedarfsgerecht reagieren kann. Und wenn es dann so ist, ich errechne mir das Blutvolumen, Vier Wochen altes Kind, dann haben wir ungefähr ähm, ein zirkulierendes äh, Blutvolumen von knapp 500 Milliliter. Und dann weiß ich auch, wenn davon 100 weg sind, sind es 20 Prozent. Und äh, spätestens dann muss ich sozusagen auf dem Zug sitzen, der da schon ganz ordentlich losgefahren ist. Ja, und wie mache ich es dann? Wir wissen aus der Erwachsenenmedizin, dass das Fibrinogen, was ja bei diesem Kind wahrscheinlich auch noch etwas niedriger ist äh, als bei Erwachsenen, dass ich zunächst das Fibrinogen substituieren würde. Wenn ich das begleiten kann mit einer Point of Care oder Labormessung, würde ich das natürlich auch immer machen, um es halt nicht nur rechtfertigen zu können gegenüber Eltern und sonstigen Behandlern, sondern einfach auch um zu lernen, um wie viel ist das jetzt abgefallen, das Fibrinogen. Und würde dann parallel aber auch mit EKs und FFPs substituieren. Bei einem vier Wochen alten Kind ist der HB natürlich physiologisch gesehen noch relativ hoch. So dass man irgendwie gemeinhin denken könnte: okay, die haben ja so ein bisschen Puffer von oben auch runterzufallen, aber das hat natürlich eben auch einen gewissen physiologischen Hintergrund. Wir haben relativ viel fetales HB noch mit dabei. Und äh, würde dann äh, das Kind aber wenn es von 16 auf 10 gefallen ist, dann ist das so ein Wert, mit dem wir erstmal noch keine Bedrohung verbinden. Aber das heißt für das Kind, es hat halt schon ähm, ungefähr 40 Prozent seiner Erythrozytenmasse verloren und das mag dann in der situation für das kind einfach auch schon zu wenig sein. Ende vom Lied ist, wenn ich transfundiere, schaue ich mir die kinetik an, wie viel verliert es, ist. ist das hämodynamisch für das kind wirksam, nicht nur im sinne von arteriellem swing, sondern messe ich das in den labor äh, in den blutdruckmesswerten und dann fange ich an in der regel ek und ffp im verhältnis von 1 zu 1 zu geben. Und warum in dieser Situation jetzt FFP und nicht primär Kristalloide? Ich gebe FFP in dieser Situation nicht nur, um Gerinnungsfaktoren zu substituieren, sondern das FFP ist für mich in der Situation das am wenigsten gerinnungsschädliche Volumenersatzmittel. Stichwort Dilutionskoagulantie. Genau, die möchte ich nach Möglichkeit vermeiden bei dem Kind, wenn ich dem Kind nur EKs gebe und eine Vollelektrolytlösung werde ich zweifelsohne ab einem gewissen Zeitpunkt bei diesen Kindern sehr früh in eine Verdünnungskoagulopathie hineinlaufen. Deshalb FFP dazugeben. Es hat allein hohe intravaskuläre Verweilrate, hoher Anteil oder normaler Anteil an Albumin, guter Volumen, expandierender Effekt, schnelle Kreislaufstabilisierung. Die hämostasiologische Komponente beim FFP spielt für mich eher untergeordnet eine Rolle, weil ich kann die verlorengegangenen Gerinnungsfaktoren wahrscheinlich nicht adäquat mit dem FFP alleine substituieren. Da müsste ich dann EK, FFP in einem ganz anderen Verhältnis viel, viel mehr FFP zuführen. Das führt dann sehr schnell zur Überwässerung oder zur Volumenüberladung und würde dann eher dahin gehen. Wenn Fibrinogen mangelt, dann Fibrinogen auch nachzuführen als Fibrinogenkonzentrat. Wenn der Quick dann sehr tief abgefallen ist, dann auch eher vorsichtig mit einem gleichzeitigen Blick aufs Antithrombin dann auch PPSP substituieren. Aber wenn ich dich so richtig verstanden habe, du würdest es nicht zwangsläufig vorher messen. Du würdest die Koagulopathie vorher nicht unbedingt in Zahlen dokumentiert haben wollen. Bevor du mit FFP startest, ich glaube, am Ende die Klinik entscheidet zur Transfusion und nicht ein Wert auf dem Labor. Genau. Also Labor wir machen Gerät. ja zwei Sachen mit ähm, der Gabe von Erythrozytenkonzentraten und von Frischplasma. Wir sind, wir substituieren auf der einen Seite Sauerstoffträger, aber auf der anderen Seite machen wir auch mit den EKs hier ja eine Kreislauftherapie. Ja, und das, was ich halt in der Blutung verhindern muss, sind zwei Sachen. Zum einen, dass das hämostasiologische Gleichgewicht sozusagen in die Imbalance gerät, ich in eine Verdünnungskoagulopathie hineinkomme. Ich muss aber genauso gut verhindern, dass der Patient hämodynamisch instabil wird. Ja weil das führt dann zum sekundären Organversagen, hämorrhagischer Schock und die Patienten liegen dann lange auf der Intensivstation. Also diese beiden Ziele, die versuche ich ja mit der adäquaten Substitution von Blutprodukten zusammen mit Gerinnungsfaktoren, Konzentraten zu vermeiden. Ja, Und ähm, die Klinik führt, deshalb würde ich da nicht unbedingt auf Laborwerte warten, wenn ich selber den Blick in den Situs werfe und sehe, dass da eine große Wundfläche ist oder der Chirurg mir glaubhaft versichert, dass ähm, die Gerinnung eher diffus geworden ist, er nur noch wenig und spät Gerinselbildung im Situs sieht, dann bin ich fast schon ein bisschen spät dran. Gibt es noch andere Trigger, auf die du Wert legst? Ähm, was sicherlich, also hämodynamisches Monitoring vor allen Dingen, ähm, äh, arterielle Blutdruckmessung äh, auch bei den kleinen Kindern. Mit äh, Prüfung ist dann Swing in der Arterie. Ähm, das ist für mich wichtig und natürlich in der Blutgasanalyse Base-Access und die Laktatentwicklung. Nee, super, wir sind ja schon mittendrin in, in so einem komplexen Fall eigentlich, gedanklich. Ich stehe gerade so am Tisch auch gedanklich. Aber wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, also man wird ja häufig gefragt, als erfahrener RER, ähm, wann solchen EK bestellen oder nicht? Für diese und jene OP. Für ein Kind, drei Monate mhm. oder vier Wochen alt, wie du es gerade beschrieben hast. Was kann man da den KollegInnen an die Hand geben? Ja, bestell das oder bestell das nicht. Was sind so, ähm, Trigger, wo du sagst, da solltest du auf jeden Fall den EK bestellen. Also nee, das eben hängt vielleicht. zum einen davon ab, geht das, geht das Kind schon annehmen. Zum Beispiel nach einer Chemotherapie geht das Kind schon annehmen in die Operation hinein. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wie sicher weiß ich, ob das Kind intraoperativ viel oder eben auch nur wenig Blut verliert. Ja, wenn das sozusagen da, wenn klar ist das ist ein großer Baucheingriff mit Resektion von äh, großer Tumormasse dann würde ich natürlich das IK bestellen dann habe ich es aber meistens halt schon schon vor der OP bestellt ja wenn ich weiß das ist halt eine Leistenhernie um jetzt mal ein anderes Extrembeispiel zu nehmen dann würde ich es nicht bestellen dann würde ich es auch wahrscheinlich auch bei einem Kind welches vier Wochen alt ist und für sein Alter und für sein Gewicht annehm ist, weil es nämlich nur ein HB von 11 hat, würde ich kein ähm, Erythrozytenkonzentrat bestellen. Ja, also je mehr ich davon ausgehen kann, dass ein Transfusionsbedarf herrschen wird, je kleiner das Kind ist, je annehmer das Kind präparativ ist, desto großzügiger und sicherer brauche ich die EKS im Saal auch und muss es bestellen. Aber du hast tatsächlich auch gerade gesagt, dass man aus dieser äh, präemptiven Perspektive heraus auch frühzeitig mit der Transfusion beginnen dürfte. Äh, nicht erst auf die Koagulopathie oder auf den ähm, hämorrhagischen Schock warten muss oder ihn in irgendeiner Form dokumentieren muss über ein Baseexcess, über ein hohes Laktat in der BGA, sondern dass ich dadurch, dass ich weiß, dass diese Operation... Naturgemäß mit dem hohen Volumenumsatz einhergeht, ich schon früh starten darf, weil das FFP das am wenigsten gerinnungsschädlichste Medikament ist, um einen adäquaten Volumensatz auch zu genau, also Genau. Ne? Es enthält physiologisch ein, oder hat einen physiologischen Gehalt von Gerinnungsfaktoren, der nicht ausreicht, um die durch die Blutung verloren gegangenen Gerinnungsfaktorenaktivitäten zu ersetzen. Aber es enthält überhaupt Gerinnungsfaktoren. Anders als Gelatine oder vielleicht auch noch Haze-Lösungen, die überhaupt nichts davon enthalten und möglicherweise eher noch die Gerinnung stören. Ja, und ähm, deshalb in der Situation eher großzügiger Gebrauch von ähm, von Frischplasma und dann die gezielte Therapie anhand Fibrinogen, vielleicht auch Point-of-Care-Monitoring oder Quickwert ähm, dann mit Faktorenkonzentration. Und wie startest du? In welchem Verhältnis? Mit welchen Volumina? Ähm, also ich orientiere mich erstmal daran, dass ich den Blutdruck für das Kind in einen normalen Bereich bringen will. Ich weiß meistenteils laufen bei diesen Kindern dann auch schon parallel Noradrenalin mit und zwar auch in Dosierungen Noradrenalin, welches wahrscheinlich dann auch ein hohes Risiko an Endorganschäden trägt und versuche dann erstmal die Katecholamingabe so weit es geht zu reduzieren und das würde heißen vier Kilogramm schweres Kind, das ist jetzt vier Wochen alt ähm, ich würde einen Mitteldruck von 50 mm HG bei dem Kind anstreben, sozusagen nicht als Minimaldruck für eine vernünftige zerebrale und renale Perfusion, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Mittelwert, mit dem man hantieren kann und würde das mit so gering, so gering wie möglich ähm, Katecholaminen versuchen zu erreichen. Und das kann durchaus sein während der Operation, dass man da... 50 Milliliter EK, 50 Milliliter FFP pro Stunde, dann auch über sozusagen die gesamte Zeit der o Operation laufen lassen muss. Ich kann mich erinnern an ein Kind, das wir hier vor einiger Zeit im OP hatten, ähm, mit 16 Kilo, und ähm, das hatte ein ähm, Plexus choroideus Papillom. Ähm, dummerweise war der Stiel entgegengesetzt, also der Gefäßstiel entgegengesetzt des chirurgischen Zugangsweges, so dass das Kind während der gesamten ähm, Extirpations-OP stark geblutet hat, bis dann endlich der Stiel legiert werden konnte. Und wir haben diesem äh, Kind, ich glaube, rechnerisch sechsmal das Gesamtblutvolumen ersetzen müssen während dieses Eingriffs. Ja, also das ist bei Lebertransplantation, bei also bei kindlichen Lebertransplantationen oder vielleicht auch Lebertransplantation im neugeborenen Alter ist das ähm, der Regelfall. Ja, und ich würde mich da eher, ich kann jetzt nicht sagen, 30 Milliliter. So funktioniert die Dynamik einer Blutung ja auch nicht. Wenn ich eine sozusagen laufende Blutung habe, muss ich gucken, dass ich während der laufenden Blutung die Hämodynamik stabil halte. Und ähm, parallel dazu immer auch im Auge haben, was macht die Gerinnungssituation, was sagt mir der Chirurg, ich muss regelmäßig Gerinnungsanalysen ins Labor schicken, halt Point of Care, wenn ich es habe, parallel laufen lassen, um zu sehen, ob ich noch neben dem Frischplasma und wie häufig vor allen Dingen halt auch Faktorenkonzentrate nachsubstituieren. Ja, diese Point-of-Care-Diagnostiken sind ja immer ein Blick in die Vergangenheit. Ne? Und wenn das dann aus dem Labor zurückkommt, jetzt wenn wir es mit Zito unter Lebensbedrohung wegschicken, haben wir nach einer halben Stunde vielleicht das Ergebnis, vielleicht 20 Minuten. Ja, Point-of-Care geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Aber es ist natürlich auch, wenn es nur zehn Minuten her ist, ist, ein, ist es ein bisschen ein Blick in die Vergangenheit. Aber ich kriege zumindest oh. eine Idee, wo ich denn stehe und kann dann von do, da ausgehend nochmal substituieren dann Faktorenkonzentrat substituieren und dann muss ich natürlich wieder messen, ob ich in die Nähe dessen gekommen bin, wo ich hin wollte. Ja, und, ähm Gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass das halt so hochkomplexe Operationen sind. Ähm, dann, aber es ist ein gewisser Blutverlust da. Aber der Chirurg sagt mir, das ist jetzt sozusagen auch der Blutverlust gewesen. Dann haben wir vielleicht so ein Drittel verloren. Dann des zirkulierenden Blutvolumens. Ähm, da kann man sich dann natürlich sehr trefflich streiten, ob man dann nur Erythrozytenkonzentrat ersetzt. Und darauf hofft, dass die Leber, die ja noch ein bisschen unreif ist in diesem frühen Alter, dann innerhalb der nächsten 24 Stunden so viel Gerinnungsfaktoren nachgebildet hat, dass dann die Hämostase ausreichend ist, dass das Kind postoperativ nicht nachblutet. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wo operiert wurde. Ne? Das hängt davon ab, wo operiert wurde. Und das hängt dann auch für mich sehr davon ab, wenn der Chirurg sagt, ich habe jetzt dieses Blutungsproblem chirurgisch gestellt. Das ist ja erstmal eine sehr gute Nachricht. Und wenn er, wenn er mir dann auch sagt, und ich gucke vielleicht selber in den Situs auch mit hinein und sehe keine diffuse Blutungsneigung, wo es wirklich sozusagen aus ähm, allen Nähten halt äh, so langsam vor sich hinsuppt, ähm, dann denke ich, kann man auch vertreten, dass man in der Situation dann erstmal keine Gerinnungstherapie macht. Ja, dann ist das Kind verdünnt, ja, wir haben ja nur Erythrozytenkonzentrat substituiert. Wir haben noch keine Thrombozyten, noch keine Gerinnungsfaktoren gegeben. Aber dann setze ich darauf, solange die Hämostase im Situs stabil ist, dass wir, dass dann die Leber des Kindes die Gerinnungsfaktoren und die Gerinnung selber sozusagen produziert und es dann damit dann nicht zu einer Nachblutung kommt. Das Also nicht an den Fall, den ich dir im Vorfeld erzählt habe, Gordon. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Nee, Stichwort, gib mir mal ein Stichwort, Na, bitte. Ähm, Zentralvenenthrombose. Ach das, ja. ja. Okay, jetzt bin ich wieder, genau. Diese Diskussion, ähm, Isopolema, Blutverlust, was ich nicht verstanden <lacht> habe. <lacht> ja. Neologismus. Es gab okay. einen Fall, den ich betreut habe, ähm, bei uns in der Uni, da war ein Kind, ich weiß nicht, es war ziemlich jung, fünf Jahre alt, kam von Intensivstation, also kinderintensiv, hat eine zentralvenenthrombose gehabt und der Neuroradiolog hat diesen Thrombus aspirieren wollen hat aspiriert 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 und er meinte selber auch ich weiß gar nicht wie viel ich aspirieren darf sagt mir einfach Bescheid wenn es zu viel ist ich habe dann so ein EK transfundiert und dann meinte ich so na wie viel hast du jetzt schon rausgenommen reicht das vielleicht jetzt mal und dann habe ich auch noch weiterführende Gedanken gehabt im Sinne von muss ich eigentlich noch mehr als nur EKs transfundieren also er macht ja ja, isovolem, daher der Begriff. Das Blut hier raus, also nimmt ja eins zu eins Blut raus und nichts anderes. Es gibt kein Trauma, also keine Gefäßreaktion, kein Hämatom oder irgendwas, was da eine Rolle gespielt hat, außer eben das, der vorhandene Thrombus. Ja, und dann am Ende habe ich mich dann dafür entschieden, halt nur eine zu substituieren und auf der Intensivstation wird es ja weiterhin beobachtet, weil ich davon ausging, dass das Kind ja sonst gesund ist und seine Gerinnungsfaktoren, wie du es gerade gesagt hast, ähm, wahrscheinlich jeder herstellen kann. Und wenn nicht, kann man immer noch gegensteuern. Also es ist definitiv überwachungspflichtig, das Kind, aber eben nicht weiter transfusionspflichtig in dem Moment. Ja, klar. Also das ähm, hört sich erstmal so nach einem vernünftigen Ansatz an. Und wenn ich vielleicht noch eins sagen kann, das trifft für... Kinder als auch Erwachsene ganz gut zu, wenn man einfach mal diesem kleinen Rechenbeispiel folgt, dass der Hämatokrit in einem Erythrozytenkonzentrat sozusagen mindestens 60 Prozent betragen muss. Das ist herstellerseitige Qualitätsanforderung für ein Erythrozytenkonzentrat also Fremdblutkonzentrat. Dann erziele ich, wenn ich das eins zu eins vom Volumen her mit FFP mische immer einen Hämatokrit von irgendwas so um die 30 Prozent. Und damit kann ich, dann fehlen natürlich noch Thrombozyten und viele denken jetzt, das ist ja so ähnlich, die Zusammensetzung dann wie Vollblut ist ja auch so. Und damit habe ich, glaube ich, dann so ein Gemisch, welches ich dem Kind geben kann oder auch dem Erwachsenen geben kann, mit dem ich dann häufig den HB-Wert -HB auch schon anhebe, weil ich ja häufig erst bei niedrigen wahrscheinlich später noch zu, bei niedrigeren Hb-Werten meinen Transfusionsträger setze. Ja, und ich habe eben Volumen ersetzt, ich habe Erythrozyten ersetzt, Sauerstofftransport, als auch ähm, zumindest die Gerinnungssituation nicht schlechter gemacht, dadurch, dass ich halt Gerinnungsfaktoren wieder mit zugeführt habe. Und zwar weniger, als es üblicherweise im Blut ist, aber ich habe zumindest halt so ein Basislevel zugeführt. Wir stehen ja immer unter dem Druck oder wir sind auch dazu verpflichtet, unsere Therapie zu messen, den Erfolg unserer Therapie zu messen. Das ist natürlich einerseits ein klinischer Eindruck, auf der anderen Seite äh, haben wir ja, haben wir auch eben schon erwähnt, die Point-of-Care-Verfahren. Ähm, und da haben wir immer mal wieder eine Diskussion im OP, weil die ja für die Kinder nicht wirklich gut evaluiert sind. Also welchen Stellenwert haben die denn in so einer hochdynamischen Situation? Können wir uns darauf verlassen? Oder dürfen wir das nur so als Surrogatparameter betrachten? Ja, mit dem Verlassen ist das schwierig. Ich lebe in der Vorstellung, dass die Point of Care Verfahren, ganz egal welche man da auch nimmt, nicht gut validiert sind für die Kindermedizin. Und insofern würde ich sie einfach mitlaufen lassen, aber keine Entscheidung fällen, sondern Entscheidung würde ich fällen anhand des Standardlabors der Gerinnung, weil da haben wir in der Tat auch aus vielen, auch vielen größeren Untersuchungen Normwerte, die wir erwarten sollten bei einem gerinnungsphysiologisch gesehen gesunden Kind, die wir dann auch in die perioperative Praxis übertragen können. Ja, also Point of Care, da müssen wir noch lernen. Deshalb ist es sicherlich auch sinnvoll, danach noch mal zu gucken äh, oder es mitlaufen zu lassen, aber keine Entscheidung darauf äh, aufzubauen. Ähm, und Therapie meines Erachtens nach primär erstmal nach Standardlabor der Gerinnung. Ja? Aber wir sehen ja eine Dynamik im Verlauf an, die uns dann zeigt, wie dicht genau. wir an der genau. Physiologie also, sind. Ja? Hämostasiologie ist auch immer so eine Wissenschaft, die viel mit Messen zu tun hat. Ja, und ähm, immer gucken, ob man mit der Therapie, die man äh, verabreicht hat, dann in dem Bereich ist, den man anstrebt. Parallel dazu muss man den Chirurgen fragen, blutet es immer noch oder ist die diffuse Blutungsneigung besser geworden. Ja, weil auch ein Fibrinogen muss nicht immer über 2 sein, sondern kann auch bei 1,5 kann der Patient einfach keine diffuse Gerinnungsneigung mehr haben und muss dann nicht zwangsweise noch mehr substituiert werden. Ja, also Laborwerte und Klinik, das muss halt irgendwie zusammengebracht werden, diese Information. Ja, also die Klinik als Transversionsträger auf der einen Seite, Laborwert auf der anderen, Gibt es denn so einen klassischen HB-Wert als Transfusionstrigger oder sind wir davon, rücken wir davon weiter ab? Also es sind in der letzten Zeit, also in den letzten drei Jahren, glaube ich, mindestens zwei große prospektiv randomisierte Multicenter-Studien ähm, zum Transfusionsträger in der Kindermedizin, vor allen Dingen hier auch in der Neonatalperiode äh, publiziert worden, die beide unisono gezeigt haben, dass ein niedriger Transfusionsträger bei Unterschreiten eines HB von 7 Gramm pro Deziliter kein schlechteres Outcome für die Kinder hat als ein höherer Transfusionsträger, sprich bei Unterschreiten eines HBs von 10. Das sind natürlich Kinder, die jetzt nicht aktiv bluten. Ja, sondern das sind Kinder, die auf der Intensivstation eine lange Therapie brauchen und deshalb dadurch wiederholte Blutentnahmen zum Beispiel dann halt immer wieder sehr annehmen werden. Und die sind da halt eben randomisiert worden. Und ähm, in der Blutungssituation ist das schon nochmal etwas anderes. Da würde ich die Kinder auf keinen Fall unter sieben fallen lassen. Das heißt aber auch, wenn ich weiß, der Blutverlust geht jetzt noch weiter, ja dass ich dann eben auch schon bei einem HB von siebeneinhalb oder, oder acht dann auch schon Beginne zu transfundieren. Da kommt die Dynamik dieses Da kommt Prozesses die Dynamik dieses Prozesses tragen, hinein. Und äh, da muss man halt eben so ein bisschen präemptiv denken. Aber ich würde auch sicher anstreben, dass wir das Kind nicht mit einem HB größer zehn auf die Intensivstation legen. Das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich ob das dann schlimm ist für das Kind, muss man sehen, aber ähm, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen übertransfundiert. Wir reden jetzt von größeren Kindern, für die diese Zahlen gelten, die du gerade genannt hast. Also das ist auch im, äh, in der Neonatal. Ach, tatsächlich ja, weil Medizin sind diese Studien durchgeführt worden. Also das hm. sind nicht nur größere Kinder, sondern das gilt auch okay. für jetzt nicht die Frühgeborenen. Da gibt es auch sagen wir mal erste Daten dazu, die sagen, dass ein etwas restriktiverer Trigger wahrscheinlich gar nicht so schädlich ist für die Kinder. aber diese Studien, auf die ich mich beziehe, die sind sozusagen Neonatalperiode und etwas älter. Das ist meistenteils eine alters nicht ganz altershomogene Gruppe, aber ähm, es schließt eben auch Kinder ein, die noch sehr jung gewesen sind, okay, okay. also unter 28 Tage. Also klar, zum Beispiel in der Querschnittszeitlinie zur Therapie von Blutkomponenten und Plasmaderivaten von 2020. Da gibt es ja sogar eine Tabelle, wann man früh und reif geborene transfundieren sollen und da stehen halt noch so Träger mit unter zehn, unter zwölf, ne, je nachdem, wie alt sie sind. Und also da haben wir schon neuere Daten, sagst du. Da gibt es neuere Daten. Das ist noch verhältnismäßig äh, konservativ gedacht mhm. für den der BRK. Ja. Spannend. Mensch, wir sind nicht hier am Zander zeit <laughs> ja, Deshalb machen wir das ja. ja. Deshalb suchen wir uns ja auch die Experten, die uns was Neues erzählen und nicht nur Leitlinien zitieren. Ne? Ja. Ich würde noch mal einmal kurz ähm, über die Transfusionsträger eingehen, vielleicht können wir kurz ja diskutieren. Ich finde es nur spannend, eben Also bei Erwachsenen gucken wir nach den EKG-Veränderungen, nach ähm, spontanen Blutdruckabfällen, das sind ja diese physiologischen Transfusionsträger. Die haben wir ja so bei Kindern in dem Sinne nicht. Genau, also ich würde mich am Swing orientieren. Ich ja. würde mich unbedingt okay. an Base-Access, gegebenenfalls halt auch Laktat, immer so ein bisschen abhängig, wie reif ist die Leber, wie gut kann funktioniert sie schon. Ja. Ähm, orientieren und letztendlich ist es dann auch die Dynamik des Blutverlustes. Ja, wenn der Chirurg sagt, er ist mit der Operation noch nicht durch und er äh, braucht noch etwas und der Blutverlust wird auch weitergehen, dann muss ich darauf natürlich reagieren und dann vielleicht eher präemptiv schon mal transfundieren, als wenn ich weiß, okay, jetzt ist die Blutung Blutungsphase definitiv vorbei und äh, es wird jetzt nicht weiter bluten. Da kann ich dann eben so ein bisschen entspannter auf das Kind gucken ähm, und dann entscheiden anhand der Messwerte, anhand auch der klinischen Situation des Kindes, Rekapillarisierungszeit zum Beispiel, ob wir dann das Kind doch noch mal transfundieren und damit dann das zirkulierende Blutvolumen als auch HB dann nach oben bringen oder nicht. Wir haben im letzten Jahr auf Twitter einen Fall vorgestellt zu einem hämorrhagischen Ereignis bei einem vierjährigen Kind und haben dann eine Umfrage draus gemacht. Es wäre super, wenn wir die mal durchgehen könnten und jetzt mal eine Experteneinschätzung dazu bekommen. Und zwar haben wir einen Fall vorgestellt: ein Kind, weiblich, vier Jahre, normalgewichtig, ja, hat keine relevanten Vorerkrankungen und aktuell kommt sie mit einer TE-Nachblutung zur operativen Blutstillung. Jetzt befinden wir uns in einem intraoperativen Setting. Die Vitalparameter, die gemessen werden, sind eine Herzfrequenz von 139 Schlägen pro Minute, ein Blutdruck von 65 zu 36, eine Sättigung von 100 Prozent und ein HB-Wert, einer BGA gemessen, von 5,8 Gramm pro Deziliter. Beginne die Volumentherapie, ist klar, und gebe als erstes EK, Fibrinogen, Tranvexamsäure oder FFP. Was Würdest du hier in der Situation machen unter diesen vier Auswahlmöglichkeiten? Also ich würde als allererstes in der Situation TE-Nachblutung zur Behandlung der Blutung Tranexamsäure verabreichen und als nächstes, weil das Kind ja offensichtlich dann auch hämodynamisch schon instabil ist, das passt ja auch sehr gut zum HB, muss das Kind mit Erythrozyten transfundiert werden. Das ist die Tranexamsäure liegt fast gleich auf mit EK in den Antworten, 42% zu 47%. Und jetzt ähm, hast du die Tranexamsäure gegeben als erstes, du kannst nur eins geben. Unmittelbar danach interessiert dich, welcher Wert, Quick und PTT, Fibrinogen im Serum, Lactat im Serum oder der Hämatokrit? Also mich würde in der Situation eher das Laktat interessieren als das Fibrinogen. Ähm, Fibrinogen wird wahrscheinlich niedrig sein. Ich gehe aber davon aus in der Situation, ähm, dass das eine chirurgische Blutungsursache hat. Deshalb ist das Kind ja auch im OP. Und da kann ich mit Tranexamsäure halt unterstützen. Vielleicht nur so zum Hintergrund. Schleimhäute im Mund enthalten viel. Plasminogenaktivator, also das Startenzym der Fibrinolyse. Ich habe dort eine erhöhte fibrinolytische Aktivität und die sollte man halt bei Blutung im äh, Mund-Nase-Rachenraum halt immer versuchen mitzublockieren und dafür ist Tranexamsäure das Medikament der Wahl, aber damit kann ich halt eben nur unterstützend sozusagen die Gerinnung etwas stabilisieren. In der Situation ist sicherlich das, was das Kind braucht. Ähm, um die Sauerstoffträger wieder bereitzustellen, ein Erythrozytenkonzentrat. Genau, und das ist das, was dir die Information des Laktats gibt, dass es sozusagen ein, ein, ein Sauerstoffmangel auf zellulärer Ebene hier ist. Ja? Zusätzlich zu der Information Kreislaufdepression. Wenn man nach der Querschnittsleitlinie wieder geht, der Bundesärztekammer von 2020, da würden die sagen, ab einem Hämatokrit von unter 30 sollte man eine akute Blutung trapieren bei Kindern. Also, da könnte man ja auch als Antwort angeben, mich interessiert der HB, dann kann ich den Hämatokrit vielleicht berechnen oder ich habe den Hämatokrit mit dabei. So aus didaktisch wäre das vielleicht die richtige Antwort oder in Anführungsstrichen, aber ich glaube, das zeigt aber schön, wie vielschichtig die Antwort eben auch sein kann. Und ich glaube, was mir jetzt hier ganz besonders wieder klar geworden ist, die Klinik zählt mal wieder. Ne? Also, wie ist die Dynamik, wie ist die Sauerstoffversorgung des Körpers und. Ja, absolut, klar. Ja, und die Gabe der Zonexamen ist ja eine eine Therapie der Blutung, wenn man die chirurgische Blutstellung damit unterstützen kann. Also genau. Ich denke, steht ja auch der Leitlinie, der Leitlinie nicht im, im Widerspruch. Ne? Ja, absolut. Und noch einen anderen Fall. Und zwar ist das eher so eine, so eine ethische Fragestellung. Um, hatten wir tatsächlich neulich, gerade erst im OP, ist nicht eskaliert, aber wir hatten ein, ein Kind im OP mit einer na ja, Blutungsgefahr, haben ja nun alle Kinder oder alle Operationen bürgen ja in gewisser Weise eine Blutungsgefahr. Und die Eltern sind routinemäßig über eine ähm, Bluttransfusion aufgeklärt worden. Die haben das für ihr Kind aber abgelehnt mit der Begründung, das Blut könnte ja von Geimpften stammen. Und sie wollten nicht, dass ihre Tochter mit dem Blut von Geimpften behandelt wird. Ja, wie gehen wir damit um? Das ist ein komischer Fall. Das kann nur in Berlin passieren. Das würde ich mal nicht so sehen. Ja, also zu, bei, bei Zeugen Jehovas ist die Situation ja sehr deutlich und sehr klar, auch höchstrichterlich geklärt. Da gibt es eigentlich kaum Raum für Missverständnisse. Das wissen auch die meisten Zeugen Jehovas. In der Situation würde ich empfehlen auch wenn das sozusagen ein breites Rückgrat braucht, das Kind nach den klinischen, medizinischen Erfordernissen zu transfundieren oder nicht zu transfundieren, weil das steht für uns im Vordergrund. Wir leben damit in der... Ähm in dem Spannungsfeld, dass die Eltern natürlich äh, die Vormünder des Kindes sind und Therapien ablehnen können, äh, auch wenn sie damit das Kind einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes aussetzen. Ja, das ist dann eben in der Tat eine ethische Erwägung, ob ich das mit meinem Gewissen ausmachen kann dass ich das Kind in, einem, in einer profunden, akuten Anämie nicht transfundiere und ihm damit sozusagen das Kind damit dem Risiko einer schweren Organhypoxie aussetze. Hm. Also ich hätte in diesem Fall geantwortet, jetzt ohne jetzt in Kontakt zu sein mit der Familie, die ärztliche therapeutische Freiheit ist eine ärztliche therapeutische Freiheit. Und das, es gibt eine Indikation zur Transfusion und ich sage als Arzt oder Ärztin, ich transfundiere und da mache ich das. Da kann mir keiner reinreden in meine Therapie. Glaube ich einfach nicht. Die das, ähm, Therapie kann ist. ja abgelehnt werden. Ne? Die Formal. Therapie kann abgelehnt werden. Da, ähm, also Ich bin jetzt kein Jurist, weiß das deshalb nicht so ganz hundertprozentig, inwieweit man dann halt sozusagen rechtlich belangbar wäre. Ich würde aber in der Situation dieses Risiko auf mich nehmen und sagen, dass ich es nicht aushalten kann, dieses Kind einer Gefahr auszusetzen, wenn denn schon die Eltern dieses wohlkalkulierend tun. Würde ich das nicht tun, weil es überhaupt kein, gar keinen Grund gibt, Blut von Geimpften einem Kind nicht zu übertragen. Was ich jetzt nicht erzählt habe, war, dass es ein bisschen einfacher war, das Kind war zwölf Jahre, die hatte eine durchaus eine Vorstellung, was es bedeutet zu verbluten. Und ich habe sie einfach gefragt, wie sie denn dazu steht, Blut von Geimpfen zu bekommen. Und sie sagte, ja, hat sie überhaupt gar kein Problem mit. Ja? Und damit war das für mich klar, das Kind wirkte verständig, hatte sehr wohl eine Vorstellung, was es bedeutet, operiert zu werden, ähm, Blut zu verlieren, möglicherweise zu verbluten. Und sie hatte kein Problem damit, eben Blut von äh, Geimpfen zu bekommen und damit war das für mich dann maßgebend der Therapiewunsch des mündigen Kindes oder des verständigen Kindes. Ich habe euch gerade ein bisschen glauben lassen, dass es sich um Vierjähriges handelt, aber sie war zwölf. Ja, spannender Fall. Aber Christian, kannst du mal kurz was zu dem richterlichen Spruch überzeugen Was sagen? Vielleicht wissen das nicht alle ZuhörerInnen. Ja, also äh, im Gegensatz zu Erwachsenen, die man aufklärt vor einer Operation, wo man sehr klar an die Festlegungen der Patienten gebunden ist, was sie an Blutprodukten akzeptieren und was ihnen damit übertragen werden darf und was nicht. Ist das bei Kindern anders, wenn bei Kindern hat man das Recht als behandelnder Arzt zur Abwendung von Schaden, von Leib und Seele, in der Regel hier Leib des Kindes, die Kinder von Zeugen Jehovas zu transfundieren. Das kann man machen, das ist höchstrechterlich so entschieden worden, das ist auch schon Anfang der 2000er Jahre oder schon vorher, so entschieden worden, dass daraus dem Arzt kein Nachteil entstehen darf, wenn er im Sinne des Kindes. Entscheidet, hier eine Bluttransfusion zum Erhalt des Lebens durchzuführen. Da ist man also rechtlich gut gedeckt. Und die Erfahrung zeigt, dass am Ende die Eltern, auch wenn sie der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas angehören, die wollen, dass ihr Kind überlebt. Das ist so die Erfahrung, die wir auch damals in der Herzchirurgie an durchaus einigen Beispielen, die auch sehr kontrovers verlaufen sind, gemacht haben. Und die Eltern waren am Ende froh, dass sie das Kind gesund oder geheilt aus der Behandlung mit nach Hause nehmen konnten und das Kind halt nicht zum Friedhof fahren mussten. Lieber Christian, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Wirklich toll, was du uns heute erzählt hast. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir heute zusammengetragen haben. Also Gerinnungsstörungen im Kindesalter sind grundsätzlich erstmal selten und uns führt eine Anamnese dazu, darüber nachzudenken, ob eine Gerinnungsstörung vorliegt. Eine Gerinnungsstörung mit Blutungsneigung, die für uns ja sehr interessant ist. Ein kleines klinisches Labor kann uns dabei helfen, das ein bisschen weiter zu quantifizieren. Wir bestimmen den INR, Quick, die PTT, Fibrinogen, den PFA100 und wir machen ein kleines Blutbild. Dann können wir schon grob zuordnen, in welche Richtung sich das bewegt. Je kleiner das Kind, je größer die OP und je ernehmer das Kind, desto eher brauche ich Blutprodukte im Saal. Aber es bleibt am Ende eine Einzelfallentscheidung. Man kann halt leider nicht anhand irgendwelcher globalen Kriterien sagen, dann und dann braucht man eine Anika und dann und dann nicht. Und die Transfusion, und das fand ich, glaube ich, ist die wichtigste Message aus dem heutigen Interview. Wir transfundieren nach der Klinik. Und wir ziehen uns aber natürlich auch hemodynamische Parameter und Laborparameter wie die Grinnung oder eine BGA hinzu, um eine Entscheidung zu fällen, eine Transfusion durchzuführen. Genau. Hat er gut zusammengefasst, oder? Ja. ja. Vielleicht, vielleicht nehmen wir auch nur diese Zusammenfassung in den Podcast. <laughs> nein, 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 nein. Ja, lieber Christian, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast für uns heute. Wir haben sicherlich alle irgendwas mitnehmen können. Aus dieser Session zu diesem doch sehr komplexen Thema. Und das Gute ist, man kann es sich zwei- oder dreimal anhören, wenn man jetzt äh, nach einem halben Jahr sich schon nicht mehr daran erinnern kann. Ja, das ist wahrscheinlich. Wir werden an die SOS Kinderdörfer denken und wir hoffen natürlich, dass jetzt am Ende des Jahres viel Spendengelder übrig bleiben, die wir an die verschiedenen Projekte verteilen können. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 7512. Ich wiederhole, 7512. Gordon, das war ein richtig tolles Interview, finde ich. Ich bin geflasht darüber, wie ja, tief wir auch äh, zum Teil eingestiegen sind, aber dann auf der anderen Seite war es doch irgendwie alles leicht. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie hast du es empfunden? Ich sehe das ganz genauso. Mir, mir glühen die Ohren, ehrlich gesagt. Das war echt viel Input. Und auf der anderen Seite, dadurch ist er so, so ruhig und entspannt, geredet hat, konnte man ihm gut zuhören, hat Pausen gelassen und da konnte man auch ein bisschen nachdenken und das Gesagte ähm, einordnen. Und das Interview insgesamt ist ja sehr lang geworden. Ne? Und im Nachgang haben wir geschaut, äh, was kann man eventuell rausnehmen. Und ich kam mir da vor, wie. Zu meinem äh, zweiten Staatsexamen, als ich für innere Medizin aus dem Herold gelernt habe, dachte ich, oh, das Wichtige streiche ich mir an. Und am Ende war dann ja, jeder alles, Satz ja. im Herold markiert. Ja, weil alles markiert, ne? Einfach die Essenz ist. Ne? So. Mhm. Kann man nichts weglassen. Und so war das auch. Da konnte man einfach nichts weglassen. Ja, spannend fand ich eine Aussage von ihm, aber das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie er es meinte. Und äh, da sagte er, ja, ja Gerinnungsstörung ist nicht männlich, ist nicht weiblich. Ich glaube, damit wollte er sagen, also es gibt blutende Gerinnungsstörung und es gibt Gerinnungsstörung mit einer Thrombose-Neigung. Ja, genau, also, so meint er es auch. Aber ich, ne? ich fand die Formulierung halt lustig, dachte so ein bisschen. Dass es genderneutral ist. Wobei die Hämophilie ist ja schon männlich, nicht wahr? Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Was ich hier im Spannend war, dass ähm, Christian sehr viel Wert auf die Klinik gelegt hat, also trotz dessen, dass ähm, er ein Naturwissenschaftler durch und durch ist und viel auch, ähm, wie gesagt, Hintergrundwissen hat und Laborerfahrung, möglicherweise auch, aber vor allem auch ähm, Forschungserfahrung am Ende. Und da war ich wirklich, wirklich überrascht, ist die Klinik entscheidend. Das fand ja. ich für mich nochmal wichtig. Er schaut gerne mal über das OP-Tuch, fragt den Chirurgen nach, ob der noch sagt, dass es diffus blutet oder nicht. Ja, aber das ist doch genau die Brücke, die wir hier schlagen wollen, mhm. von der Hämostasiologie, von dem wissenschaftlichen Fach als solches, hin in den OP. Ja. Das beides zu verbinden. Und das ist, das hat Christian perfekt rübergebracht. Genau Genauso wie wir es anwenden. Ja. Wie wir Hämostasiologie sozusagen leben im OP. Genau so hat er es beschrieben. Ja. Ich mache das übrigens ähm, von dreierlei Faktoren abhängig, wann ich eine Transfusion starte oder wie ich damit umgehe. Erstens von der Größe der OP. Da hilft es auch mal, wenn man den Operatoren nachfragt, was habt ihr denn da genau vor? Wie groß ist denn der Tumor? Ist er gut vaskularisiert, ja oder nein? Im mhm. Zweifelsfall da schaut man sich nochmal die Bilder auch an, wenn es welche gibt. Dann zweitens von der Mobilität des Kindes. Also hat Christian ja auch gesagt, hat das Kind eine präoperative Anämie? Ist es ähm, schwer, in Klammern Herz, Klammern zu, krank? Und dann drittens von der vom Alter und von der Größe des Kindes. Also je kleiner das Kind ist, desto kleiner sind die Reserven. Und also ich glaube, alle diese drei Punkte kamen aber auch im Interview so rüber. Und auch da fand ich wiederum spannend. Es gibt, glaube ich, einfach wirklich nicht so einen so, so, so ein so ein Score oder so, der dann sagt, ja, jetzt musst du es machen, jetzt musst du es nicht machen. Im Endeffekt ist es immer eine Einzelfallentscheidung und aber man muss halt so die Trigger so ein bisschen erkennen, vielleicht. Und da ja, genau. spielt ja eben die Erfahrung eine Rolle. Und deshalb macht es schon Sinn, auch erfahrene Kollegen dann mal zu fragen, wie, wie ist das denn üblich, sozusagen? Sollen wir einen EK oder ein FFP bestellen, ja oder nein? Ich finde, er hat es schön ausgedrückt, er hat gesagt, er möchte die Dynamik kennenlernen, um darauf seine Entscheidung zu treffen. Genau das ist es. Ja, Dazu Anesthesie brauchst du leben. Erfahrung. Und ähm, das schaffst du eben nicht im ersten ja. Jahr, auch nicht im dritten. Da ist mich auch ein bisschen an das Interview mit Ehrenfried Schindler. Da haben wir auch, glaube ich, mal ganz kurz das Thema Transfusion angerissen und, da ging es eher um die Indikation, wann mache ich einen ZV wann nicht. Und dann hat er gesagt, naja, ich kann es, ich mache das jeden Tag, ich würde es frühzeitig machen. Und genauso glaube ich mit jemandem, der oft transfundiert bei Kindern. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, die ich mal im OP-Saal hatte. Da hatte ich auch ein Herzkind betreut, das früh sozusagen herzoperiert war. Und ein, zwei Tage später kam es für eine Bauchopie in den OP. Es war aber schon heterogisch sozusagen stabil. Und dann hatte ich als Volumenersatz wie ich das aus dem üblichen Geschäft kenne, eine Vollelektrolytlösung genommen, auch wie mhm. es die Latine empfiehlt. Und mhm. unser ist uns kam rein und meinte, hängt Plasma dran, weil der halt, für ihn war das normal sozusagen. Er meinte, ja, mhm. bevor ihr schief geht und so. Hm. Und dann haben wir so ein bisschen Dissens gehabt. Ich weiß auch nicht, was wir am Ende dann gemacht haben, aber das hat mir nochmal so gezeigt, dass es das eben auch wichtig ist, wo kommt man eigentlich her, welche Vorerfahrung hat man eben. Ne? Interessant, dass du jetzt von Herz-OPs berichtest, denn wir hatten im Nachgang ja noch das Gespräch über Herzvizien, über zionotische Herzvizien. Und da hat er was ganz Interessantes gesagt, was so ein bisschen ähm, moderner Scheiß ist, muss man sagen. ja, Weil also ich habe das zum ersten Mal gehört. Und zwar der Unterschied zwischen den zionotischen Herzvizien, ob man die jetzt hochtransfundieren soll, hochnormal oder eher äh, so behandeln soll wie äh, andere Kinder ohne zionotisches Herzvizium auch. Und... Ähm, am Ende hat er Studien zitiert, die bewiesen haben, es macht keinen Unterschied. Also, die, äh, das Outcome beider Patientengruppen ist identisch, unabhängig davon, wie du sie transfundiert hast. Und das ist schon relativ ähm, neu gewesen für mich. Ja, für mich auch. Er hat mich auch sehr überrascht. Ich kenne es auch so, dass zionotische ähm, Herzwieschen hochnormal angesetzt werden. Die sollten nicht in eine Anämie geraten. Aber das hat er gesagt, das sei jetzt nicht mehr so. Er hat aber auch gesagt, dass das ein bisschen natürlich auch von der Klinik abhängt, wie die Kinder das vertragen. Das ist natürlich essentiell. Und ich glaube, es ging auch nicht um akute Blutverluste, sondern es ging eher so um das um um postoperative Setting. Einfach, ne? ja, um mhm. das postoperative Setting, glaube ich. Also auf Intensivstationen, wo man so halt ähm, ja, chronische Anämien hat, sage ich jetzt mal, und nicht diese akuten Blutschwankungen, die man aus dem OP vielleicht kennt, über die wir ja möglicherweise hier eher reden. Ja, ich, ich meine aber auch, es geht auch darum, wo willst du hin mit deiner Transfusionstherapie in der Dynamik mhm. der OP? Ja, und da ist das Ziel, nicht höher anzusetzen als bei jedem anderen Kind auch. Ich glaube, das war die Essenz, ja. dass wenn die hochnormal transfundiert werden, diese Kinder, dass die kein besseres Outcome haben. Wir packen einfach die beiden Studien in die Show Notes und lesen nochmal gründlich selber nach. <laughs> ja. Aber war auf jeden Fall so ein spannender Moment. Da also war ich wirklich baff, dass es so nochmal anders ist, als ähm, man das so vielleicht kennt. Und wie ist das mit äh, der Gabe von Blutprodukten? Er hat das mal kurzzeitig erwähnt, äh, dass das über einen Perfusor gehen würde. Machst du es auch so, Gordon? Wir machen das über einen Perfusor. Genau, da gibt es Sets, ähm, die haben dann auch den Transfusionsfilter gleich eingebaut mit dem drei Wegehahn Dann kannst du quasi aus dem EK in die Perfusorspritze... Ähm, luftleer aspirieren, geschlossenes System, da musst du nicht mal umstecken und dann geht das dann durch den Filter ähm, in das Kind. Und machst du dann das bolusweise oder machst du so eine Baseline? Kontinuierlich. Wir müssen glaube ich so ein paar Kochrezepte zur Transfusion und zur Substitution von Gehirnungsfaktoren liefern. Ne? Das ist ja quasi unser selbstgewählter Auftrag. Und bei äh, EK kenne ich die Formel, dass drei Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Erythrozytenkonzentrat den Hb des Kindes um einen Gramm pro Deziliter anhebt. Ja. Vorausgesetzt, kenn ich auch du so. transfundierst halt nur und gibst halt nicht parallel noch irgendwie FFP-Body dazu. Ne? Also mhm. das ist sozusagen einfach plain. Drei Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht heben den Hb um einen Gramm pro Deziliter an. Ja, das kenne ich auch so. Damit kann man eigentlich ziemlich präzise ja, berechnen, wo man eigentlich hin landen möchte, wenn man jetzt sagt, ich habe die und die Situation. Ne? Und beim FFP ist es genauso, wie wir auch eine Volumentherapie gestalten würden. Diese 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht äh, Bolus und dann Erfolgskontrolle. Ne? Hat der Patient darauf reagiert und im Zweifel wird es nochmal wiederholt. Äh, anders in der Situation, in der man den Blutverlust 1 zu 1 mit EK und FFP ersetzen möchte, so wie Christian es vorhin erzählt hat. Mhm. Und bei TKs habe ich mir mal gemerkt, 15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Fibrogen fehlt uns noch. Ne? Ja, Fibrinogen, was kennst du für eine Formel? Ich, ich kenne eine Formel 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht erhöhen das Fibrinogen im Serum äh, des Kindes um einen Gramm pro Liter. Also 30 Milligramm pro Kilo erhöhen um einen Gramm pro Liter. Hm. Ja, wobei, man muss dazu sagen, das rechnet ja keiner. Also du würdest ja Fibrinogen transfundieren, bevor du einen Wert hast, wenn du glaubst, dass das Kind oder der Erwachsene meinetwegen auch blutet. Genau, also ich, ich denke, mit den 30 bis 50 äh, als Bolus in der Hämorrhagie machst du nichts falsch pro nee, Kilokörper. Genau, nicht, ne? und dann in der Hämorrhagie eher der 50, genau. Aber wenn dann die Situation stabil ist, der Blutverlust quasi beendet, vielleicht ist noch diffus etwas subt und du merkst, okay, du musst die Gerinnung noch therapieren, dann sollte man weiter ersetzen und dann kann man ja ausrechnen, wo man hin möchte und dann eine gezielte Therapie machen, ohne transfundieren oder zu mhm. ersetzen. Ja, da fehlt uns noch Tranexamsäure. Da kenne ich 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht als Bolus. Kennst du das auch ja, so? Kenn ich, ich kenne 10 bis 20, aber ja. das ist ja genau das. Ja, ich glaube, unterm Strich, glaube ich, kann man für alle Blutprodukte sagen oder alle Hämotherapeutika, dass man mit 10, was auch immer, Milligramm oder Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht eigentlich erstmal schon ganz gut fährt für eine gute Blutung. Ja, das ist so, wahrscheinlich so als, ganz so wenig. Oder? Als die, als die, ja, das ist die ganz runtergebrochene Regel. Hm. Also damit kann man starten. Genau. Starten, finde, das kann man natürlich auch immer einfach merken und dann feinjustieren. Aber diese Zahlen, die wir gerade genannt haben, die gelten auch nur für eine akute Blutung. Meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du eine OP hast und das blutet so diffus, dann gibst du halt nicht unbedingt ja 3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, EK, und, du, und dann berechnest du das, wie viel das dann den HB anhebt. Dann gibst du einmal mal so 10, 20 Milliliter, in der Größe des Kindes natürlich auch, und guckst mal, was passiert. Und das hat ja Christian auch gesagt. Wir orientieren uns ja nicht nur an einem Wert, und auch an der Hämodynamik. Das ist ja zwei Sachen, die ja. wir machen. Wir machen genau. Hämotherapie und auch HZV-Therapie, beziehungsweise Schockprävention, wenn man so ja. möchte. Und das finde ich ist ganz wichtig nochmal auch zu sagen, dass man auch das Kind einfach nur anschubsen kann, um zu gucken, wie, wie verhält es sich dann und das ist das genau, was auch Christian meinte, so fühle ich in diese OP rein. Und so lernt man auch, also ich muss sagen, mein Transfusionsverhalten hat sich durchaus verändert, wenn ich jetzt mich an meine Anfänge in der Kinderanästhesie erinnere und wie ich es jetzt mache, weil ich jetzt einfach die Erfahrung habe, wie viel Blut geht verloren und wie kann ich es adäquat ersetzen und wie viel FFP, wie viel EK, wie viel Fibrologen brauche ich, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Also, das ist mittlerweile so ein Ding, so ein, so ein Gefühl. Ja, das kann man dann abschätzen und am Ende sind es dann immer so die gleichen Mengen, die man gibt. Ja. Und das, was man errechnen würde, ist in der akuten Blutung eigentlich immer zu wenig. Ja. Bauchgefühl ist ja auch kumulative Intelligenz aus Erfahrungen. <laughs> ja. Aber das Ding ist ja, wir wollen ja hier Anfängerinnen etwas an die Hand geben und ich glaube, da kommt man mit diesem. Zahlen, die wir gerade genannt haben, sehr gut zurecht. Und wenn ich jetzt ganz einfach unterbrechen würde, ich sage es nochmal: 10er-Regel ist sicherlich nicht zu verkehrt. Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Kalzium. Also, wenn ja, man stimmt. FFP transfundiert, dann wird Kalzium durch das Zitrat, das sozusagen das FFP stabilisiert, ähm, verbraucht. Und die ähm, PatientInnen. Ähm, rauschen ordentlich ab und dann haben wir wieder das Problem, dass ein, uns ein Kofaktor in der Gerinnung fehlt und damit haben wir wieder ein Gerinnungsproblem uns eingekauft. Also das muss man ersetzen, wenn man FFP gibt. Siehst du mhm. das anders? Nee, sehe ich ganz genauso. Das muss man auch mal auch an der Stelle betonen, wenn es blutet. Das sind drei Sachen immer essentiell: pH, Kalzium, Temperatur. Wenn das nicht im Normbereich ist, dann funktioniert keine Gerinnung. Egal wie die Faktoren sind, das muss sitzen. Ach, schön, dass du es auch nochmal erwähnt hast, weil das sind wirklich elementare Dinge, wenn ja. die nicht erfüllt sind. Genau, dann ist die ganze Rechnerei für die Katz. Richtig. Ja, das ist ähm, wirklich ein spannendes Thema und ich glaube, wir müssen nochmal eine Folge dazu machen. Ich glaube, ich habe auch eine gute Idee, wann und wie der Anlass sein könnte. Es gab letztes Jahr, ich glaube im Oktober, eine Umfrage über den Wacker. Ich weiß nicht, ob du da auch mitgemacht hast. Da ging es um eine Studie zur Transfusion. Da gab es so einen Fragebogen und eine hm, Anleitung. Ja, genau. Und die Studie soll auch heißen Transfusion in der Kinderanästhesie, glaube ich. Jedenfalls ähm, haben, bin ich gespannt auf das Ergebnis. Es wurde, wurde im Pediatric Anesthesia eingereist eingereicht. Und ähm, ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt bei dieser Studie. Und vielleicht gibt die uns ja ein bisschen Werkzeug an die Hand, wie man eine, wie man eine Transfusion steuert bei Kindern. Ja, bessere Kochrezepte als die, die wir hier gerade so zur Hand hatten. <laughs> so richtig von Provis. <laughs> ja. Ja, aber du siehst, wie man jetzt selbst kurz nach so einem Interview immer noch mal darüber diskutieren kann und wie man gar nicht mehr aufhören kann, darüber zu reden, weil es einfach so vielschichtig ist und so spannend und wieder neue Aspekte reingebracht worden sind. Ähm, also, also ich bin wirklich mal gespannt, wie das von unseren Hörerinnen und Hörern äh, aufgenommen wird, dieses Thema. Ja, ich auch. Also ich glaube, es könnte sein, dass es für die einen zu wenig war und für die anderen zu so viel. So, das wird sehr kontrastieren, glaube ich, dieses Thema. Apropos zu viel, da muss ich noch einmal eine Brücke schlagen zu unserer zu unserem Intro wo es um Adrenalin geht, also zu, zu viel Adrenalin, das war jetzt gerade der Gedankensprung, den ich hatte, wo wir darüber philosophiert haben, ob Adrenalin epidural zur Wirkverlängerung der Kaudalansie führt. Und äh, als ich mir das angehört habe, da hatte ich so den Eindruck, als ob wir so das so als Adjuvans behandeln würden, aber sowas nicht gemeint. Die Frage war lediglich, ob diese fünf Mikrogramm Adrenalin, die zur Testdosis gehören, das Potenzial haben zu einer Wirkverlängerung der Kaudalanestie zu führen. Das haben wir kontrovers diskutiert und es geht auf gar keinen Fall darum, dass wir empfehlen, Adrenalin als Adjuvanz für die Kordale zu benutzen. Also das, ähm, das tun wir nicht. Auf gar keinen Fall. Gut, dann haben wir alles abgeschlossen. Intro nochmal nachbearbeitet, Interview nochmal besprochen. Jetzt müssen wir nochmal nach vorne schauen. Lass uns mal über CME-Punkte reden. CME-Punkte könnt ihr auch für diese Folge erhalten. In dieser Folge haben wir zwei Codewörter versteckt und diese beiden Codewörter müsst ihr euch merken und auf unsere Homepage gehen www.kinderanästhesie-talk.de Dort geht ihr auf den Reiter cme fortbildungsstunden Dort könnt ihr dann eure Passwörter eintragen, die ich hier gehört habt und eure EFN-Nummern. Genau, die muss aber korrekt sein, ne? ohne Sternchen, ohne Leerzeichen, vollständig, sonst <laughs> ähm, können wir die nicht verwerten. Aus Gründen erwähnst du das anscheinend. Und wer Fortbildungsstunden haben möchte, der ähm, trägt sich auch bitte dort ein. Zum Beispiel unsere lieben Kolleginnen vom Rettungsdienst können da Fortbildungspunkte beantragen oder Fortbildungsstunden. Die weisen wir denen aus. Dann ein Appell an euch, bitte bewertet uns auf der Plattform, über die ihr uns hört. Ich habe das jetzt gestern mal ausgerechnet. Weniger als 5% unserer Hörenden haben uns bisher auf den Plattform bewertet. Also wenn ihr das jetzt hört, dann gehört ihr mit. Hohe Wahrscheinlichkeit zu den 95%, die es noch nicht gemacht haben, gebt euch einen Ruck, geht auf Spotify, auf Diese, auf Apple Podcast, hinterlasst uns ein paar Sternchen, so viele wie ihr meint, wie es es wert ist. Das hilft uns wirklich ungemein. Wenn euch auch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns über Spenden freuen. Unsere Spenden gehen 1:1 eins eins in unsere Taschen rein und wir kaufen uns <laughs> davon geile Geschenke. <laughs> <laughs> Schöne Reisen, Blumen für unsere Frauen als Dankeschön. Ja, an unser ganzes Team. Unser Team sind unsere Frauen und wir. Nein, keiner Scherz. Wir leben hier wirklich auf schlankem Fuß und unser erklärtes Ziel ist es ja, am Ende des Jahres genug Kohle übrig zu haben, um die Organisationen zu unterstützen, die sich unsere ExpertInnen von uns wünschen und natürlich unsere eigenen Projekte. Wenn ihr Studenten seid, behaltet eure Kohle. Armin, stimmt's mir zu? Ich stimme dir zu und auch großes Brot für unseren Hunger ist solche. E-Mails wie die von Katharina. Über nette Nachrichten freuen wir uns immer wieder. Das ist für mich viel, noch der viel größere Lohnen. Ja, stimmt. Ihr habt ja dann als Studenten viel Zeit und könnt euch Twitter und ähm, Instagram-Accounts kreieren, wenn ihr die schon habt. Und da könnt ihr uns folgen. Das freut uns besonders. Und mit uns dort in Kontakt treten und gewisse Dinge diskutieren. konnten was erwartet uns in der nächsten Folge? Gute Frage, wissen wir selber noch nicht so richtig. Ne? Also, wir haben Projekte vor. Wir werden ähm, zu kinder aktuell nach Köln fahren, wir werden dort Familie Jör treffen, wir werden dort Interviews führen, ähm, dann kommt der Duck. Also wir werden das alles aufarbeiten und äh, Podcasts draus basteln. In welcher Reihenfolge wir die veröffentlichen, habe ich noch nicht so eine Idee. Hast du eine Idee? Na klar, erstmal kommt das Interview mit Martin Jör. Das ist unser nächster Podcast, über den, auf den freue ich mich schon sehr. Übrigens nochmal 5 Euro in die Martin Jör Kasse und dann... Geht denn nicht ein Traum von dir in Erfüllung, Gordon? <laughs> ja, aber cool, dass du einen Plan hast, wie wir weitermachen. Schön, ich hatte ihn noch nicht, aber umso besser. Ich, ich stimme dem voll zu. Also, nächste Folge wird ein Interview mit Martin, mit Familie, Jörg. Ähm, wobei wir natürlich ähm, dann auch sehr auf das ähm, Lebenswerk von Martin Jörg eingehen werden. Mhm. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis an unser Gewinnspiel. Wir verlosen drei Bücher von Martin Jörg, handsigniert. An alle unsere SpenderInnen, die äh, etwas in unseren Hut werfen. Und zwar bis zum 20. März. Und zwar auch unabhängig von dem Spendenbetrag. Das genau. ist ganz wichtig. <laughs> ja. Und ähm, wenn Heike dreimal gezogen wird, dann kriegt sie trotzdem nur ein Buch. So, das war's. Schade, es ging schnell vorbei irgendwie. Ja, war mal wieder schön. Erstmal habe ich echt Schiss gehabt für diese Folge, weil das so ein schwieriges Thema ist und so abstrakt. Aber ich finde, mit Christians Interview. Habe ich mich selber echt nochmal so ein bisschen sicherer gefühlt, mit, dass mein Fahrplan eigentlich gar nicht so verkehrt ist, den ich habe. Ja. Und ähm, ich hoffe, es geht anderen HörerInnen genauso. Er hat uns Gerinnungsrookies da abgeholt, wo wir stehen. Und ich denke, das wird vielen so gehen, die ihn jetzt gehört haben. Ja. Das ist auch eine schöne Folge auch für Erwachsene anästhesisten glaube ich. Auf jeden Fall. Also weitersagen. Gordon, eine Sache ist mir doch noch ganz wichtig, die ich sagen möchte. Ich finde es klasse, dass die Kinder so schöne Sachen über das Blut gesagt haben in dem, in dem Text. Ja. Wie hast du denn ja. die, die dazu bekommen, dass sie ja. die antworten, du hast doch ähm, Verbot, sich an Kinderspielplatz zu nähern auf 50 Metern. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich war es der Spielplatz im Berliner Zoo, ah, okay. wo wir einen Sonntag waren. Und da habe ich mir einfach ein paar Kinder geschnappt, von den hübschesten Müttern, <laughs> um vorwärts zu haben, die ja <laughs> <laughs> oh, okay. Ähm, ja, cool. Und ja, und da habe ich mir einfach ein paar ähm, Kinder geschnappt und habe sie ganz spontan. Und die gefragt. kanntest du auch gar nicht, oder wie? Die, zum Teil kannte ich sie nicht. Zum Teil waren es ähm, Kollegenkinder. Das haben wir dann später aufgezeichnet mhm. und über den Spielplatz Sound rübergelegt. Also so eine Mixtour aus beiden. Ja, okay. Gewesen. Ja, wir sind Künstler. Wir sind Soundkünstler. Ja, vielen Dank nochmal äh, an die vielen Kinder, die das mitgemacht haben. Ja, wobei die Idee war deine. Also dir gebührt äh, das ganze Lob für die Umsetzung unseres Intros. Ja, dann bleibt uns, glaube ich, an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als zu sagen: Dobobacinja. Auf Wiederhören. Achso, oh. auf Wiederhören. Auf Wiederhören, <laughs> Dobobacinja.